Yo, yo, yo! Check, check this, check this. Ist das der Livestream? Oder was sind das für Menschen hier? Was geht ab? Yeah, das sind die Menschen, die ich suche. Glatt Gang, wo sind die Leute? Wer ist richtig glatt? Glatt Gang, Hashtag glatt. Wir sind wieder online. Und ich esse heute keinen Kinderriegel. Ich esse heute ein wenig Kohlrabi. Das ist gesund. Und ich bin zu dick. Deswegen gibt's heute Kohlrabi. Und bin noch mal kurz eine Sekunde in der Pause. Eine Sekunde kurz in der Pause. So, wieder da. Also. Leute, heute ist richtig glatt. Denn heute gibt's einen Stream. So, ihr wisst, ich. Leute, habe ich euch jemals hängen gelassen? Müsst ihr ganz ehrlich sein. Seid mal ganz ehrlich. Ich mach bitte. Alter Junge, diese Mucke. Oh, Gameplay wird gar nicht angezeigt, gell? Ich muss, glaube ich, hier die Fensteraufnahme anmachen. Und die Videoaufnahme. Und die Farbquelle. Leute, habe ich euch jemals im Stich gelassen? Ja, hast du? Okay, gut. Weil heute werde ich das entweder wieder gut machen oder ich werde weiterhin für euch der Held bleiben. Was denkt ihr, was habe ich heute mitgebracht? Was habe ich heute mitgebracht nach der Misere gestern? Roman, es muss langsamer, bitte. Der Chat ist schon auf 60 Sekunden. Jeder Zuschauer kann nur alle 60 Sekunden etwas schreiben. Ich kann das nicht noch langsamer drehen. Die Leute müssen doch noch chatten können. Also wenn die Moderatoren nicht hinterherkommen, dann habe ich auch noch was für heute, dass wir müssen nämlich heute noch was besprechen. Was denkt ihr, was hat, oh, das, der Reamer Unterstrich hat ja schon erraten. Und Hendrik, danke, dass du Mitglied geworden bist. Nein. Ich habe auch was zu essen mitgebracht. Nobby habe ich auch mitgebracht. Wobei, der ist immer da, wo er eigentlich hingehört. Es ist eine ganz besondere Zeit. Roman, du Abzocker. Roman, du bist ein Abzocker. Achso, Roman, du bist kein Abzocker, sondern du machst Business. Exakt. Da hat jemand das verstanden. Der ist einfach Business. Aber darum geht's gerade gar nicht. Vielleicht schon noch im Stream, aber heute nicht. Ich habe was Besonderes mitgebracht, was ich mit euch gerne auspacken möchte. Ich muss hier kurz noch ein Ding essen. Eine Sekunde, das Kohlrabi. Und zwar, ich habe nämlich was mitgebracht, was euch allen gefallen wird. Und zwar Amiibos von Hepp und Schlepp, alias die Abzocker-Gang, habe ich heute dabei. Dann habe ich hier nochmal jemanden, den wir noch gar nicht kennen. Das ist Digby. Auch eine Amiibo. Dann haben wir hier die gute, klassische Isabel oder wie heißt denn die? Melinda heißt die auf Deutsch. Auf Englisch heißt sie Isabel. Und der hier heißt Moritz auf Deutsch. Okay? Müssen wir uns merken. Und das hier habe ich auch noch. Das ist auch noch ein Charakter. Und zwar Rosina. Die ist auch noch am Start. Okay, das sind unsere Gangmitglieder und wir müssen uns heute da ein bisschen was auspacken. Beziehungsweise, wir gehen jetzt erstmal hier und schalten das jetzt erstmal aus. Ich krieg hier noch Nervenzusammenbruch bei dem Ton. Diese
Das sieht doch schon mal nach was aus. Okay, das heißt, wir packen heute aus und gucken mal, was man mit den Amiibos hier heute anstellen kann. Und ansonsten gucken wir nochmal, wie mein Haus und sowas aussieht. Weil eigentlich müsste ich ja eigentlich eine Umbaute haben. Und eigentlich müsste heute richtig viel passieren. Deswegen, wir schauen uns das Ganze mal an. Ich trinke währenddessen Wasser. Und ja, wir kriegen das hin. Die Frage ist, wen juckt's? Das frage ich mich auch. Ich frage mich, warum mache ich das hier überhaupt? Aber wisst ihr was? Ich kann gerade nichts anderes tun. Deswegen gibt's Livestreams. So, ob ihr wollt oder nicht, ist mir egal. Also, hört jetzt Tom Nöger. Hört ihm zu. Hallo miteinander. Mein Name ist Tom Nöger. Es ist Samstag, der 28. März 2020 um 15.12 Uhr. Die Neuigkeiten heute. Wir freuen uns, einen Neuzugang zu Gurkenwald zu begrüßen. Paolo. Hä? Paolo. Wer ist das? Wer ist Paolo? Das ist nicht der Elefant. Das ist der nicht. Sonic? Sonic ist an seinem Platz. Da gehört Sonic hin. Aber wer ist Paolo? Sagt mir das. Paolo, krasser Name. Das ist nicht der Elefant. Das ist nicht der Elefant. Er wird bestimmt mit Auspacken beschäftigt sein. Also schaut doch mal bei ihm vorbei. Das war alles. Ich wünsche allen einen fantastischen Tag auf Gurkenwald. Okay. Hör zu. Okay. Oh, ich hatte, glaube ich, gerade mein Nook-Phone klingelt. Hallöchen. Ah, Nepp ruft wieder an. Der braucht safe wieder Geld. Wetten, der braucht einfach wieder Geld. Hallöchen, hier Nepp aus Nooks Laden am Apparat. Ich spreche doch gerade mit Roman, oder? Deine Verkaufskistengeld ist da. Wir haben gerade 136 Sternis auf dein Konto überwiesen. Vielen Dank nochmal, dass du so fleißig unser Angebot nutzt. Bis bald dann hoffentlich im Laden. Naja, okay. Einfach, Dings, kurzen Plug-Call gemacht. So, also, ich hoffe mal nicht, dass das der Elefant ist. Falls doch, dann wird es heute ein schwerer Tag. Das muss ich zugeben. Aber es könnte auch sein, dass er gar nicht hinzuzieht. Aber wir haben ihn doch eingeladen, gell? Oh, mies. Okay, wir checken. Also, pass auf. Es ist alles, selbst wenn es der Elefant ist. Selbst wenn Paolo der Elefant ist, okay? Wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Solange der nicht direkt neben uns wohnt, ist doch alles in Ordnung. Unser Nachbar zieht, glaube ich, noch ein. Seht ihr? Okay. Das heißt, hier wohnt erstmal kein Paolo. Und ich hoffe mal nicht, dass Paolo der Elefant ist. Ich hoffe mal, das ist der nicht. Ich hoffe, es ist der Elefant. Was ist das für ein Zusammenhalt hier? Was für, ich hoffe, das ist der Elefant. Erstmal, wisst ihr was? Also, okay. Ich check mal aus, wo der ist. Ich check mal aus, wo es derjenige sein könnte. Ich hoffe mal, dass, also, safe, unser Nachbar ist schon mal nicht der Elefant. Da ist auch nicht, okay. Wir haben richtig geschätzt. Ja! Guckt mal, ich kann euch zeigen. Wenn es der Elefant ist, haben wir alles richtig gemacht, dann wohnt der am Arsch. Am Arsch von der Insel. Dann können wir tatsächlich tun und lassen, was wir wollen, können den einfach einsperren. So wie Adrian. Da hinten ist ein Haus. Ja, wir haben ein Haus. Leute, wir haben ein Haus. Hoffentlich Paolo. Paolo. Hier wohnt Paolo. Leute, wollen wir da reingehen? Wollen wir da reingehen? Okay, wenn das der Elefant ist, was machen wir dann? Wir rennen direkt wieder raus. Ich gehe rein. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein! Nein! Ah, fass mich nicht an! Ah! 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 Okay. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich muss schnell nach Hause. Ich muss schnell nach Hause. Ich muss was machen, was ich schon die ganze Zeit hätte machen sollen. Stopp, ich will nichts von euch hören. Ich weiß ganz genau, was zu tun ist. Ich will nichts von euch hören. Alles andere ist gerade egal. Ich muss nach Hause. Ich muss schnell nach Hause. Ich muss schnell was holen. 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 So. So. Wo ist es? Wo? Da. So.
Oder, ja, doch. Ich möchte nichts hören. Ich muss kurz was erledigen. Ich muss kurz was erledigen. Alles andere ist gerade egal. Oh, da ist ein Birnenbaum gewachsen. Aber egal, wir haben gerade was Wichtiges zu tun. Und bevor ich das nicht fertig gemacht habe, kann ich nicht darüber sprechen. Das ist ein wichtiger Prozess. So, schnell dahin. Okay, okay, okay. Okay. Alles ist gut. Mist. Warum geht es nicht am Eingang? Okay, gut, dann machen wir das ein bisschen mit größerem Abstand. Okay, okay, alles gut. Wir kriegen das hin. So. Alles ist absolut in Ordnung. Macht euch bitte keine Sorgen. Ich habe die Situation fest im Griff. Okay. So. Ich muss hier nur kurz was erledigen. Ist auch gleich vorbei. Das ist kurz... Okay, da kommen wir nicht mehr durch. Das ist gut. Aber den Zaun müsste ich nochmal kurz hier mit einpacken. Und da wieder dranhauen. Aufstellen. Zack. Ah, Mist. Falsch aufgestellt. Nein! Ich bin so schlecht mit diesen Zäunen. Du sollst da in die Ecke einen aufstellen. Warum stellt der da keinen hin? Perfekt. Der sitzt. Dann ab hier. Das auch nochmal. So. Okay. Und ich glaube, da ist schon voll, oder? Ich kann da nicht mal was sehen. Ist es zu alles? Ich glaube, das ist alles zu. Okay. Okay. Alles ist in Ordnung. Keiner kommt mehr rein, keiner kommt mehr raus. Das System ist gerettet. Okay, was wollen wir jetzt machen? Was wollen wir jetzt machen? Warum machst du das? Ey, falls ihr noch nicht so viel Animal Crossing geguckt habt, dann empfehle ich euch, schaut euch die alten Animal Crossing Streams an. Es gibt insgesamt 6 Stück. Das lohnt sich, das anzugucken, weil das mit diesem pinken Elefant, das hat eine Geschichte. Ich glaube sogar, das ist Folge 3 oder sowas gewesen. Muss man sich ansehen, dann versteht ihr das. Aber der bleibt jetzt erstmal da drin. Dieser Elefant bleibt jetzt erstmal da drin. So, bis wir wissen, was wir mit dem machen. So. Du kannst Paolo mit dem Rathaus rausschmeißen. Okay, pass auf. Wir schreiben Paolo jetzt einen Brief, dass wir ihn unter Quarantäne gesetzt haben, okay? Das machen wir. Wir sagen aufgrund der... Pass auf, ich zeig euch das. Alles easy. Ich zeig, wie wir das machen. Wir machen einfach einen ganz... Ah, lass mich in Ruhe! Dieser Vogel! Dieser Adrian, wir müssen ihn wieder einsperren. Ich glaube, wir müssen ihn einsperren. Wir müssen ihn einsperren, glaube ich. Wir müssen ihn einsperren. So, schlag ihn mit der Axt. Okay, gut, komm, hört auf. Nicht mit Axt schlagen. Mit einer Axt schlägt man nicht. So, wir müssen jetzt dem Paolo einen Brief schreiben. 200 Sternis. Ja, 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 eine Karte. Möchtest du eine Karte verschicken? Gerne. Alles klar, an wen möchtest du schreiben? Nachbar? Aha, an jemanden auf der Insel und an wen genau? Oh mein Gott, das ist Paolo. Paolo, alles klar. Dann such dir einfach eine Karte aus und schreib deine Nachricht drauf. Okay, was schreiben wir? Und wir brauchen eine Karte, wo... Dass wir dem sagen, dass der jetzt leider... in Quarantäne ist. Und dass es uns leid tut. Aber er darf jetzt erstmal nicht raus. Das hier. Schreib Warnkarte. Hallo? Hallo? Y Paolo heißt der, gell? Was wollen wir dem schreiben, Leute? Was sollen wir dem schreiben? Wegen... Aufgrund... Paolo... So. Enter. Aufgrund... der... derzeitigen. Oh, nein, 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 weiterschreiben. Derzeitigen Ereignissen. Ereignissen.
Sen. Komma. Müssen wir sie einsperren? Müssen wir sie. Das muss man groß schreiben. Denkt dran, Kinder. Sie. Müssen wir sie. Sollen wir leider dazu schreiben? Sollen wir schreiben leider einsperren? Oder einfach einsperren? Müssen wir sie einsperren? Einfach nur einsperren. So. Rechtschreibfehler. Habe ich Rechtschreibfehler drin, Chat? Oder ist glatt? Habe ich glatt geschrieben, den Text? Soll ich... Wollen wir mit Liebe Grüße schreiben? Liebe Grüße... Nee, wir machen böse Grüße. Oder nicht ganz so gute Grüße. Oder wie wollen wir das machen? Leider? Leider? Nee, glatt. Oh, stimmt. Glatte Grüße. Glatte. Einfach glatte Grüße. Ey, ich glaube, das kann ich sogar in meine Mails wirklich mit reinschreiben ab jetzt. Glatte Grüße. Glatte Grüße. Oh, kleines Foto nochmal gemacht. Oh, glatte Grüße. Dein Roman. Ey, richtig nicer Brief, oder? Hallo Paolo, aufgrund der derzeitigen Ereignisse, Ereignissen. Achso, das muss ich noch abändern, gell? Mist, wie komme ich die Zeile hoch? So, Ereignisse. So, das da mit B. Aufgrund der derzeitigen Ereignisse. Aufgrund der derzeitigen Ereignisse. Oder? Se oder Sen? Aufgrund der derzeitigen Ereignisse oder Ereignisse? Ereignisse, gell? Ereignisse. Egal, der wird es schon verstehen. Komm, das ist ein glatter Brief, oder? Schicken wir ihm nochmal eine Maske oder sowas dazu? Was können wir, also eine Dose so als Spielzeug schicke ich ihm noch dazu. Okay, weg damit. Okay. Also gut, die Zustellungsgebühren belaufen sich auf 200 Sterne. Okay, gut. So. Ereignisse, gell? Ereignisse groß. Ei, ich weiß. So. Also. Wir brauchen jetzt einen Plan. Er wohnt jetzt bei uns. Oh mein Gott. Was willst du? Guck mal, was dieser Sack macht. Guck mal. Seht ihr das, wie der angibt? Seht ihr das, was der da macht? Das ist der... Sack. Hitz auf! Hör auf! Hör auf! Was ist denn in dich gefahren, Robert? Willst du mich zu einem Kämpfchen herausfordern? Da wäre ich an deiner Stelle lieber vorsichtig. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Geh, trainier alleine! Aua! Falls das eine Art Training sein soll, dann bringt das jedenfalls keine Punkte Schwinge. Hau ab! Hau ab! Ich bin hier und ich mal hier die... Autsch! Du hast mich gerade mit diesem Ding erwischt. Ja, ja. Hier, komm, verzieh dich jetzt endlich, du Vogel. So. Was ist denn in dich gefahren, Roman? Willst du mich zu einem Kämpfchen herausfordern? Am besten schon. Trottel. Okay. Das ist gemein? Na, das ist nicht gemein. Das ist gemein von ihm, wie er mich behandelt. So, okay. Zu viel Action wieder auf einmal. Wir haben wieder zu viel Action auf einmal. Okay. Ich mache auch Sport. Verurteilst du mich jetzt dafür? Nein. Ich verurteile nur diesen Typen, weil der direkt mit einer Hantel, vor meinem Gesicht fuchtelt. So nach dem Motto. Hey Roman, na? Was geht, Mann? Alles klar bei dir? Das ist so wie Dings, wie Larry von SpongeBob. So nur am Trainieren. Und das muss ich mir nicht immer antun. Der wollte mich extra sprechen und sagen, hey, Schwinge. Da wollte er wieder irgendwas mit Schwinge sagen. Hey, Schwinge. Hey, Schwinge, was geht? Schwinge, alles klar bei dir? Sag ich, ja. Natürlich ist alles klar bei mir. Meine Staubsaugersammlung wächst und mein Bidet läuft. Und mein, alles. Bei mir ist alles perfekt. Man sieht doch, dass bei mir alles in Ordnung läuft. So, ich gucke jetzt mal, was ich für Briefe bekommen habe. Oh, von, oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat mir einen Brief gesendet. Und ich sag euch, da steht jetzt irgendwas drin. Da steht jetzt irgendwas drin, mit dem er mich wieder provozieren wird. Seht ihr das? Er hat mir einen Brief geschrieben. Was steht da drin? Was denkt ihr? Glaubt ihr, der Brief wird glatt? Oder wird der einfach platt? Späh ihn ein? Ja. Ich weiß nicht. Glaubt ihr, das ist so eine... Das platt, gell? Ich schau mal rein. Ah, okay. Lesen wir mal durch.
Fleißiger Roman, deine Bude ist jetzt größer, da könnte ich ja fast neidisch werden. Ja? Ich schicke dir etwas mit, für das ich meiner Bude kein Platz ist, weil meine Oberarme da ja auch noch reinpassen müssen. Das ist ein richtiger Arsch, wirklich. Das ist mit Abstand der angeberischste Kerl, den ich jemals gesehen habe. Dieser andere, wir gehen gleich direkt nochmal. Was hat er mir geschenkt? Was hat er mir geschenkt, wo sein Bizeps mehr Platz braucht? Was hat er mir geschenkt? In die Tasche. Zeig her, du Sack. Ich möchte sehen, was der mir da geschickt hat. Was ist das? Was hat er mir geschickt? Was ist in diesem... Was denkt ihr, was ist da drin? Was ist in diesem Geschenk? Was ist da drin? Wir schreiben dem einfach gleich auch einen Brief, dass wir den einfach hassen. Okay? Machen wir gleich. Aber alles mit der Zeit. So, was ist da drin? Ich mach das jetzt auf. Ich mach das jetzt auf. Eine Buchstütze. Okay, ich schaue mir das an. Aha. Aha. Eine Buchstütze. Ha? Weil er denkt, das ist für mich. Guck mal, was für eine Farbe er mir das geschenkt hat. Der hat mir das in Farbe Pink, Pink-Rosa so geschenkt. Dabei weiß er ganz genau, dass das nicht mein Stil ist. Das heißt also, der hat sich so gedacht, oh, das ist nur so Dings. So brauche ich nicht. So, wem kann ich diesen Müll schicken? Da hat er sich gleich gedacht, hey, ich kenne doch noch den Roman. Ja. Und dann hat er mir das geschickt. Wir schicken dem einfach, wir schicken dem auch was zurück. Okay. Das ist mein Stil, das frecher Typ, gell? Das Müll. Direkt Mülleimer. Kann ich das in einen Mülleimer reinlegen? Soll ich etwas entsorgen? Aber hallo. Buchstütze. Direkt weg damit. Pfui. Weg. Weg damit. Direkt Mülleimer. So. So, in unserem Mülleimer, da wird jetzt richtig viel entsorgt. Müll. Direkt Müll. Alles, was der angefasst hat, ist Müll. So, ich lese jetzt wieder ein paar Briefe. Erstmal hier an den Briefkasten gehen. So, erstmal hier ein paar gute Nachrichten lesen. Nook Inc. Lieber Roman, die Erweiterung deines Eigenheims ist abgeschlossen. Während der Arbeiten mussten wir allerdings ein oder mehrere Items an den Wänden oder an deinem Lager verstauen. Wir bitten um Verständnis. Die Akademie. Herzlichen Glückwunsch, dein Haus ist gewachsen. Zur Feier des Tages erhältst du von uns ein Möbelstück geschenkt. Möge es dich bei deinen Einrichtungen deines neuen Zimmers inspirieren. In die Tasche. Okay, was hat mir die Akademie geschenkt? Was schenken die mir? Ein Lernschreibtisch. Das check ich mal aus. Oh, das ist schön altbacken, ja. Da kann ich mich hier mal dran setzen. Das kann ich vielleicht in meinen Scriptraum reinstellen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Kann ich machen. Bin gerade erst zum Gucken gekommen, was ist passiert. Georg, hör zu. Es ist alles passiert. Alles ist passiert und zwar gleichzeitig. Aber Hauptsache... wir haben jetzt einen Raum links von unserem Haus. Guck mal. Ja, falls ihr das letzte Mal nicht gesehen habt, meine Einrichtung ist gewachsen. Ich habe einen Barsch jetzt an der Wand. Und wir haben ein Gefängnis gebaut im letzten Livestream, wo wir Adrian einsperren werden. Und dann werden wir irgendwas mit dem so machen, glatt. Okay? Irgendwie. Aber ihr müsst mir sagen, Leute, wie kann ich jemanden zu mir nach Hause einladen? Wie geht das? Für dein Studio? Also, ich möchte den da einsperren. Don't get me wrong, so. Einfach nur so. Einmal ein bisschen. Und den Elefant auch. Wie kriege ich die zu mir nach Hause, damit ich die da einsperren kann? Denk... Brief mit einem... Mach eine Party? Kann man eine Party schmeißen? Geht das? Sag ihm, dass du glatt bist. Ich glaube nicht, dass der dann einfach von alleine herkommt. Guck mal, hier haben wir noch einen Raum. Hier möchte ich eigentlich meine Hamster gerne drinne sammeln. Mal gucken, kann ich hier eine Tapete oder sowas dran machen schon mal? Behelfswerkbank, Lernschreibtisch. So, was brauchen wir denn hier? Bambusabsperrung. Ich habe so viel Zeug hier drin einfach, gell? So. Wir müssen auch übrigens... Also wir könnten hier unser Studio... Wollen wir hier unser Studio einrichten? Im linken Raum. Wir können hier eigentlich schon unser Studio einrichten. Ist ja sogar machbar. Ich guck mal, was wir alles so an Sachen haben. Wir müssten eigentlich so eine gute Wand finden. Hier eigentlich hier die Sandplatzmauer. Das wäre so ein Setting, können wir aufstellen, okay? Dann das. Den Effekt Rack.
Standscheinwerfer, mein Regiestuhl. Dann brauche ich Outfits brauche ich noch nicht. Aber ich möchte hier auf jeden Fall mit den Zuschauern noch einen Film drehen. So, das wäre nice. So, wenn wir hier noch so einen kleinen Film drehen können. Guckt euch das mal an. Seht ihr das? Das Flex. Zweimal Golderz habe ich hier einfach. Aber ich habe keinen guten Kurs gehabt, deswegen habe ich es nicht verkauft. Okay, das ist Kiefernboden. Den habe ich zufälligerweise doppelt, weil mir ein Zuschauer einfach einen Kiefernboden geschenkt hat. Danke geht raus. Dankeschön. Dann haben wir hier nochmal... Ansonsten haben wir eigentlich nichts mehr. Ne? Ich habe auch zwei weiße Tapeten. Karton. Ja, okay. Also wir können noch nicht so viel in unser Studio reinlegen, aber schon ein bisschen was zumindest. Okay? Also erstmal die Tapete können wir wechseln, damit wir hier diesen Stil so reinbekommen. Wo ist denn der? Sandplatzmauer. An die Wand. Genau, so ein bisschen diesen Style so. Und dann können wir hier nochmal den Regiestuhl hinstellen, platzieren. Genau, aber auf die andere Seite. Den müssen wir schieben, sodass der hier ist, wisst ihr? Das wird so das Studio, in die Richtung wird das Studio circa gehen. Okay? Sodass hier an der, also ich möchte auf der anderen Wand, sodass da gegenüberliegend, dass da die Leute auf jeden Fall hier so schauspielern können. Und ich kann Regie führen. Okay, dann brauchen wir hier noch den Standscheinwerfer. So, das brauchen wir. Wobei, kann ich das nicht sogar besser einrichten? Guck mal, ich kann doch in dieses Menü reingehen. Aha. So. Das heißt, ich kann hier in die Tasche reingehen und dann den Standscheinwerfer auswählen. So. Und dann kann ich den greifen und einfach so, ne? So, zack. Und dann nochmal kann ich den drehen. Gedrückt halten und drehen. Ah ja. Warte mal, ich kann den ja nur gerade drehen. Kann ich den nicht ein bisschen weniger drehen? Gedrückt halten, mehrere auswählen. Ah. Okay, dann müssen wir hier so machen. Und auf der anderen Seite müssen wir dann auch noch was hinlegen. Habe ich nicht noch was für mein Studio? Behelfswerkbank, Lernschreibtisch. Ah ja, der Effekt-Rack. So, der muss dann hier oben irgendwie stehen. So, als ob das so wichtig wäre, dass der da steht. Und ansonsten haben wir, glaube ich, nicht mehr viel für unser Studio, ne? Wir haben hier noch ein bisschen weiße Textiltapete. Aber wir müssen uns dann noch überlegen, wir brauchen da ein bisschen mehr. Die Bambusabsperrung. Nee, das brauchen wir nicht. Das können wir... Nee, das brauchen wir nicht. Ich habe gerade erst eingeschaltet. Ja, das ist super. Ich bin hier gerade dabei. Ich möchte hier mein Studio einrichten. Aber dafür brauche ich noch ein bisschen. Dafür brauche ich noch ein paar Geschenke von den Zuschauern. Vielleicht können wir heute nochmal so eine kleine Besuchstour machen. Roman, fang doch mit ihm eine Freundschaft an. Und dann soll er den Elefanten verkloppen. Mit wem? Mit Adrian! Mit dem kannst du nicht befreundet sein. Das geht nicht. Das ist eine Lüge. Wisst ihr, man sollte... manchen Leuten niemals vertrauen. Und dazu gehört Adrian. Das ist safe. Das kann ich, da kann ich... Da geht leider nichts. Tut mir leid, Mann. Wir müssen den lieber einsperren. Alle einsperren. einsperren. So. Ich schaue gerade... Haben wir den Sackträger schon mal abgegeben? Ich glaube nicht, gell? Den müssen wir auch nochmal mitnehmen. Und den Kalamar hier auch nochmal. Und ich glaube sogar diesen roten... Nee, den Kaiserschnapper habe ich schon mal abgegeben. So, denkt dran, derjenige, der hier bei mir im Film mitspielen muss, ich habe einen Schnuller gekauft. Und einer von euch, wenn wir hier einen Film drehen werden in Animal Crossing, ja? Und das werde ich tun, okay? Dann möchte ich, dass einer von euch Minimum einen Schnuller trägt. Okay, jemand wird als Baby verkleidet sein. Ich werde hier die ganzen Sachen sammeln und werde dafür sorgen, dass wir hier einen nicen Film drehen werden. Wer hat Bock auf einen Film, Leute? Roman, du übertreibst ein wenig. Nein. Siehst du das? Dieser 99.000 Stern, die sagt er auf dem Boden? Das ist übertrieben. Aber das habe nicht ich gemacht, sondern das haben die Zuschauer mir geschenkt. Und ich brauche übrigens mehr Hamster, Leute. Das Unkraut. Stimmt, heute wollen wir heute den... Wollen wir heute einen Stream machen, wo wir einfach ein wenig Unkraut pflücken lassen von den Zuschauern? Wollen wir heute die Insel richtig komplett glatt machen? Also wirklich glatt. Ah! Ah! Ja! Ha! Ah! Ha! Geh weg! Ha! Okay, warte. Aha. Ich trainiere in deiner Knastzelle, du Sack. Zack! So! Keiner wird hier mehr herumlaufen. So, jetzt ist er wieder in seiner Knastzelle und trainiert da mit seinen Gewichten.
hast du davon? So, belästige mich nicht. So, rede doch bitte mit ihm. Nein! Werde ich nicht machen. Das wird hier Dings. Der wollte dir doch nur was schenken. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich wollte er mir irgendwas Vergiftetes schenken. Oder vielleicht irgendwas, wofür er gerade keinen Platz hatte, weil sein Bizeps so viel Platz braucht. Nee. Das lasse ich einfach nicht mehr mit mir machen. Das ist ein Abzocker. Nein, das ist kein Abzocker. Ich bin ein... Nein, wobei, das habe ich nicht gesagt. Egal, wir gehen jetzt erstmal zu Eugen. Huch! Oh je, ich bitte um Entschuldigung. Entschuldigung, ich grüße Sie, Roman. Willkommen im Museum von Gurkenwald. Wie darf ich Ihnen dienen? So, Fossile analysieren. Ich habe nämlich einiges zum Abgeben. Das und das. Alles klar. Nicht nur ein Fund, sondern gleich mehrere der Marasch als Werk. Sehr schön. Da ist auf jeden Fall Neues für uns dabei. Wir haben noch nicht alle dieser Stücke. Ich bin entzückt. Man meint fast, sie hätten einen sechsten Sinn für Fossile. Ich hoffe doch sehr, dass sie das Museum damit bereichern werden. Die kulturelle Entwicklung von Gurkenwald voranzutreiben ist ein hohes... Eine Eule in Animal Crossing? Ja klar, Mann, das Eugen kennst du nicht. Eugen, der gute Kerl. Ein Ehrenmann ist das, eine Ehreneule. Würdet ihr sagen, okay, seid mal ehrlich, Leute, würdet ihr sagen, Eugen ist richtig glatt? Würdet ihr sagen, das ist eine glatte Eule so? Der ist eigentlich hat er uns noch nie betrogen so. Der ist eigentlich schon in Ordnung, würde ich sagen, oder? Okay, eins in den Chat, wenn ihr den glatt findet. Zwei, dass der platt ist. Ist der platt oder ist der glatt? Sagt mir das. Das ist wichtig. Der ist richtig korrekt, gell? Ich finde auch, der ist richtig glatt. Guck dir das an, der ist immer fröhlich gelaunt, so redet immer mit mir. So, der beholt sich immer diese Sachen. So, nö, passt schon. Gut, damit wäre ich fertig. So, ich habe das alles jetzt gespendet. Den Mammutschädel und so habe ich schon. Und den Rest kann ich dann eigentlich verkaufen. Ist eine glatte Eule, gell? Ich finde auch. Ich finde, das ist ein richtig glatter Kerl. Und dementsprechend, man muss den loben. Mal gucken, was wir heute für Outfits bei Sonic haben. Guten Tag, Roman. Danke fürs Vorbeischauen. Wo kann ich denn heute bei dir dienen? Rennt die ganze Zeit herum, gell? Ach, Sonic. Ich habe den anders in Erinnerung, aber Sonic sieht schon cool aus. So. Ich wusste auch gar nicht, dass der so eine Küchenschürze trägt. Aber das ist wahrscheinlich neu bei Sonic, gell? Das ist, glaube ich, von dem neuen Sonic-Film ist diese Schürze. Oh mein Gott! Eine Strumpfhose! Das ist ja auch heftig. Das ist Neon-Strumpfhose. Und das ist glatt. Das ist richtig glatt. Paar Basketballschuhe? Die Jordans, Junge. Karo Herbstkleid. Handtuch. Nice. Kapuzenpulli. Eine Jeans-Shorts. V-Ausschnitt-Pulli. Oh, also die Socken sind heftig. Die kaufe ich mir. Strumpfhose? Ja, ist gekauft. Ich möchte gerne so eine Strumpfhose mal tragen. Ich wollte schon immer mal wissen, wie sich das anfühlt. Oh ja, Socken. Ich liebe Socken, ey. Das ist das Beste. Die kann ich mir direkt an die Wand hängen. Zeig mal. Wo sind die Socken? Neon-Strumpfhose? Tragen? Oh. Oh, ich sehe aus wie ein Alien. Oh. Das ist heftig. Lass mal Hose ausziehen. So, mal abchecken. Lässig. Alter, ich habe jetzt einfach so bunte Beine. Ey, wie nice findet ihr diese... Oh mein Gott, seht ihr das? Das sieht voll magisch aus, Mann. Ey, wie findet ihr diese Socken? Oder wie findet ihr diese Füße? Findet ihr, die sehen glatt aus? Die sind so richtig bunt. Ja. Guck mal, wie sie direkt schreiben so... Roman! Bitte, lad mich auf deine Insel ein. Ich möchte mir auch diese geile Strumpfhose holen. Okay, so. Okay, Preis. Eintrittspreis auf meine Insel. Wir müssen nochmal miteinander diskutieren, Leute. Ich möchte ja nicht... Also, pass auf. So, wenn Nachfrage groß ist... Oh, guck mal. Ah, warte mal. Ich zeig nochmal Shop. So, an alle Leute, die mich besuchen wollen. Guck mal, was man auf meiner Insel kaufen kann. Wollt ihr das nochmal sehen? Ich zeig's nochmal. So, auch an alle Mädels so. Neon-Strumpfhose. Alter. Richtig Jobgesell. Wirklich. Das ist ja perfekt. Oh, aber schaut euch das mal an, Mädels. Ein Karo-Herbstkleid. Oh mein Gott. Das ist ja crazy. Oh, und paar Basketballschuhe. Also, das ist ja... Okay, ich kaufe mir einfach auch mal noch die Basketballschuhe. So, das kann nice aus... komm, egal. Basketballschuhe, glatt. Ein bisschen den Style wechseln. So, also...
ich würde sagen so, meine lieben Kollegen, Kolleginnen, alle, die bei mir jetzt gerade shoppen wollen, ja? Wegen der nicen Strumpfhose und Kleidchen und sowas. Also, wir müssen nochmal ein wenig über den Preis bei uns Eintrittspreis nochmal ein bisschen sprechen. Außerdem, ich habe auch bemerkt, ein paar Leute vom letzten Mal, die bei mir auf der Insel waren, die haben straight up nicht den ganzen, die haben nicht den ganzen Preis bezahlt. Nicht den ganzen Preis für, wie soll ich sagen, Eintrittspreis nicht ganz gezahlt. Also ich habe schon mehr Geld bekommen als normal, aber von einer Person habe ich halt mehr bekommen. Aber ein paar Leute haben einfach weniger Eintrittspreis gegeben, weißt du? Das ist schon ein bisschen, das war schon ein bisschen gierig, muss ich sagen. Deswegen heute ebenfalls Besuchszeit. Ihr könnt mich heute wieder besuchen. Ich mache heute Freundescode wieder an. Aber hört zu, ich brauche eine 500.000 Sternis. Es tut mir leid. Also sogar ein bisschen mehr. Ich brauche, wie viel habe ich? Ich habe hier 1000. Ich gucke nochmal, wie viel ich auf der Bank habe. Okay? Aber bei mir gibt es glatte Waren. Okay? Richtig alles glatt. Ich brauche eine 500.000 Sternis. Oh nein! Tom Nüge. Oh, hallo Roman. Und einfach so hat dein Zuhause einen neuen Raum. Das macht alles gleich noch angenehmer. Dann gäbe es noch eines. Nämlich die Kosten für den Umbau. Das macht 548.000. Okay, hör zu. Community, oder? Community. Hey, wir sind Community. So, wir alle zusammen. Du, gerade der Zuschauer, und ich hier. So, wir machen das zusammen. Er hört mir jetzt zu, das ist keine Abzocke oder sowas, sondern das ist, wir sind sowas wie Freunde, aber halt durch Bildschirm. So, ich bin hier so vor der Kamera und ihr habt es so auf dem Bildschirm und ich brauche Geld, okay? Ihr könnt mich so wie, ich bin euer Kumpel in einem Bildschirm drin. Und dieser Bildschirmkumpel, den ihr alle habt, so, der braucht Geld. Und zwar eine 500.000, okay? Sogar ein bisschen mehr. So, deswegen, Leute, wir müssen alle jetzt an einen Strand ziehen. Und zwar an meinen. Und deswegen, holt eure Sternis raus! Hä? Habt ihr Bock oder was? Was mega Abzocke. Abzocker? Das Roman ist pleite. Das nicht richtig. Hör zu. Hey. Ihr versteht das alle falsch. Ich glaube, ihr habt das falsch verstanden. Roman, du bist verrückt. Roman, geh arbeiten, nicht abzocken. Okay, hör zu. Das ist nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Ich glaube, ihr habt das falsch verstanden. Das ist eher sowas Community. Hey, hä? Leute, Hashtag Community. Wo ist? Hashtag, nein? Was für Abzocker? Hashtag Abzocker? Nein. Ihr habt das falsch verstanden. Okay, wir reden später darüber. Ah ja, bitte für Rückzahlung, wie zuvor über den Bankautomaten bezahlen. Nach all diesen Verbesserungen an deinem Haus kann ich dir diverse Anpassungsmöglichkeiten anbieten. Es geht dabei nicht darum, dein Haus größer zu machen, sondern dein Aussehen zu verändern. Was genau wir dir anbieten können, hängt von der Größe deines Hauses ab und wird im Voraus gezahlt. Du hast also die Wahl, ob du zuerst Aussehen oder Größe deines Hauses änderst. Es ist immer ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ja. Oh, wir können das Aussehen von unserem Haus ändern? Ich kann mein Haus noch ranziger machen? Willkommen beim Nook-Portal. Einmal pro Tag erhalten Sie Bonusmeilen. 80 Bonusmeilen. Nice. Bitte wählen Sie einen folgenden Service aus. So. Bankomat. Okay, Leute, wir brauchen richtig viel Geld. Also, wir brauchen richtig viel. Ey, Leute, wir brauchen richtig viel Geld. Also, wir müssen alle zusammen jetzt Nook Shopping. Ich guck nochmal Nook Shopping. Besondere Waren. Bereits erhaltene Modewaren. Besondere Waren. Campingbank. Mülltonne! Oh mein Gott. Gleich. Direkt gekauft. Outdoor-Hut. Mundschutz habe ich schon. Nummer 3. Nummer 4. Tolle T-Shirts. Ey, soll ich mal die T-Shirts sammeln, sodass ich T-Shirt 1 bis 10 habe, oder ist es eher platt? Das ist platt, oder? Nee, die T-Shirts sind eigentlich voll wack. Kann man eigentlich auch selber machen. Outdoor-Hose. So richtig? Oh mein Gott, ich kann mich so ein bisschen wie SpongeBob anziehen, oder? Okay, das ist das SpongeBob-Outfit. Die kaufe ich. Was? Nicht genug Sterne? Ich hab doch noch auf der Bank. Okay. Paar Wassersportschuhe. Nee, das war. Diese Hose brauche ich für mein SpongeBob-Outfit. Kopiere seinen Style. Das muss ich machen. Also, Mülltonne ist schon mal gekauft. Ich brauche es. Gebe Stichworte ein, um Produkte zu finden. Nein. Ich werde mich, glaube ich, mal wie SpongeBob ein bisschen anziehen, eine Zeit lang. Okay, Nook Meilen einlösen. Ich check nochmal kurz, wofür ich so Meilen ausgeben kann. Weil ich möchte gerne ein bisschen meinen Stil verändern. Design Profi Edition.
die 8 poppigsten Frisuren, die 8 coolsten Frisuren, die 8 schicksten Haarfarben. Bambuszaun. Bambuszaun. Nuk Hawaii-Hemd. Nuk Ink T-Shirt. Nuk Ink Blouson. Nuk Ink Cap. Da ist nichts dabei. Da ist nichts dabei, was mich so richtig catcht. Da catcht mich nichts. Nee, da ist nichts dabei. Außer vielleicht so diese Baumzaun und so. Das sah ganz nice aus. Aber das ist nicht mein Stil. So. Leute, wir holen uns jetzt ein paar Frisuren. Wobei, wir haben noch nicht mal einen Friseur bei uns. Deswegen brauchen wir auch gar keine Frisuren. Wir brauchen nichts davon. Ich werde sparen. Wir sprechen gleich nochmal über die Sternis. Okay, kein Problem. Aber beruhigt euch so ein bisschen. Ich erkläre euch das. Ich gucke erstmal in die Obdachlosenkiste. Ja, da sind nur Alpenpfeilchen drin. So, ich gucke nur kurz, wie viel die Gadgets kosten. Ich suche Leute, die Interesse an einem Kurs zum Thema Umgestalten haben. Seine Kreation umgestalten zu können, macht Basteln noch schöner. Probier's doch mal aus. Nein, ich habe da keinen Bock drauf. Was darf sein? Was liegt an? Eigenheimberatung, der Bastelkurs. Eigenheimberatung? Sollen wir über dein Haus reden? Worum geht's denn genau? Ich will anbauen. Was will ich denn anbauen? Was will ich denn zu Hause bei mir anbauen? Das wollte ich nicht fragen. Ich will eigentlich renovieren. Für 5000 Sternis können wir das Äußere deines Hauses anpassen. Wenn du jetzt den Auftrag erteilst, ist morgen früh alles fertig. Bist du interessiert? Ja, gerne. Also, laut Firmenpolitik muss die Bezahlung im Voraus erfolgen. Sieht aber so aus, als hättest du nicht genug Sternis. Komm bitte wieder, wenn du genug Geld hast. Ey, es läuft ja alles. Ein Kapitalistentyp, ey. Das ist Wahnsinn. So kapitalistisch, dieser Kerl. Ich kenne niemanden, der so kapitalistisch ist wie dieser Tom Nöge. Katastrophe. Der ist schon richtig geizig, oder? Das ist ein Abzocker. Also im Gegensatz zu dem... Roman, du bist ein Po-Mann. Oh, das fetzt. Ich möchte gern auszahlen. Bitte 30.000 Sterne, ich brauche das Geld. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Bitte wählen Sie einen folgenden Service aus. Beenden. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Okay. Was darf sein? Was liegt an? Ich möchte gerne Eigenheimberatung machen. Ich möchte nur checken, ob ich mein Haus besser... ob ich das wirklich ändern kann. Oder ob der nur... Ist es nur die Dachfarbe? Ja, gerne. Ausgezeichnet, dann zeige ich dir unseren Katalog. Okay. Okay, wir können... okay, jetzt können wir ein bisschen was ändern. Schwarzes Ziegeldach. Okay, ich kann hier ein bisschen was ändern. Relax. Wir könnten eigentlich auch schwarz machen. So, oder blau. Ey, yo, ich kann mein Haus jetzt ändern. Helft mir mal. So ein Grün. Oh, ich kann mir einen anderen Briefkasten holen. Schaut euch das an. Oh mein Gott. Was ist der ranzigste Briefkasten, den es gibt? So ein Holzbriefkasten vielleicht. Oder so ein brauner, ja. Oder so ein Müll. So Maxi-Briefkasten. So, weil ich nämlich so viele Briefe bekomme vom Finanzamt. Vorhänge. Oh. Ach so, man kann die Vorhänge öffnen und schließen. Okay, Tag und Nacht. So sieht es nachts aus. Vorhänge zu. Ah ja. Okay, wollen wir das grün machen? Oder halten wir das einfach lila? Nee, Mann, ich behalte es lila. Aber den anderen Briefkasten, den gönne ich mir safe. So machen wir es. Jawohl. Interessante Wahl. Das macht dann bitte 5000 Sternis. Ach, ob das jetzt wirklich so gut investiert war, frage ich mich nicht. Ab morgen ist es dann fertig. Gut, ihr seht, Leute, ich werde hier systematisch ausgenommen. Deswegen, ich habe lila gemacht. So, dieses Grün, so, das sieht schon überhässlich aus. Sogar zu hässlich für mich, Mann. So, so, check dieses Outfit. Ich brauche ein T-Shirt, was zu meinem Outfit passt, zu meiner Leggings. So, ich brauche ein T-Shirt für meine Leggings. So, das ist, damit später ziehe ich... Wenn mein Outfit komplett ist, dann werde ich das wieder tragen. Jetzt werde ich mal wieder erstmal wie ein Penner herumlaufen. So, aber lass mal kurz die Leggings ausziehen. Junge, richtig nice Neonstrumpfhose. Richtig nice. Aber ich muss safe wieder meine Schlappen tragen. Wo sind die? Meine Lieblingsschlappen. Oder nee, die Ringelsocken waren das. So. Der Style ist komplett. So. Achso, warte, ich muss die Schuhe noch ausziehen. Sonst geht das so nicht. Perfekt. So. Ich habe noch eine Frage an euch, Leute. Und zwar, hört zu. Hört mir aber ganz, ganz genau zu. Ich habe eine sehr wichtige Frage. Und zwar, wir haben hier einmal diesen Stab hier, das da.
Bambusstab. So. Was kann ich mit dem machen? Wofür ist der da? Kann mir das bitte jemand sagen? Roman, wo ist deine Brille? Ich habe noch keine. Tut mir leid. Ich habe mich wahrscheinlich... ein bisschen Allergie, ihr wisst Bescheid. Zum Pflanzen. Du hast bisher keine Outfits gespeichert. Immer wenn ich A drücke, während ich diesen Bambus in der Hand habe, steht bei mir dran, du hast noch keine Outfits gespeichert. Was sagst du dazu in deiner Knastzelle, Adrian, ha? Ach, habe ich mir gedacht. Jetzt bist du also still. So. Kann ich damit am Bambus kann ich nur rütteln. Hey, ich glaube, den Schmetterling habe ich noch gar nicht. Schmetterling! Zum Umziehen? Also den brauche ich zum Umziehen. Ich brauche ein Outfit oder was? Ach, kann ich mir ein Outfit? Ach, kann ich damit meine Outfits wechseln? Geht es so? Ach so, wahrscheinlich hier mit dem da. Designs, oder? Aber ich habe nur ein paar. Ich könnte mir so eine Höhlensocken. Eine Höhlensocken könnte ich mir anziehen. Nee. Gesundheit, danke, Mann, danke. Dein Outfit herstellen. Das heißt also, wenn ich auf diesen Bambusstab draufgehe, wegpacken, Favorit entfernen. Also ich check das noch nicht so ganz. Zum Outfit speichern. Ich bin dazu noch ein bisschen zu dumm. Ich glaube, ich muss das an so einer Umzugsanlage machen, gell? So wie der hier. Das ist meine... Das hier ist meine Umkleidekabine. So. Ich wollte eigentlich so ein bisschen... Ich muss eigentlich ein paar Sachen verkaufen noch. Ich habe das vergessen. Also, das Ding ist, ich habe eine Frage. Wann kann ich eigentlich mein Rathaus hier ausbauen? Ich habe noch kein Rathaus. Du hast bisher keine Outfits gespeichert. Mann, das nervt mich richtig. Weg mit diesem Bambus. Ich gehe mal in Nooks Laden. Ich guck mal, ob ich da noch was verkaufen kann. Und dann möchte ich heute noch das hier ausprobieren. Leute, ihr wisst Bescheid. Ich würde gerne das mit den Amiibos ausprobieren auf dieser Insel. Hallo! Willkommen zu Nooks Laden! Oh mein Gott. Diese Ständer, die da sind, ne? Oh mein Gott, Alter, das ist eine gruselige Puppe, die da verkauft wird. Junge, Junge, Junge. Aber so ein Telefon, das brauche ich für meinen Vorgarten. So ein Elektronikgerät, das ist nice. Das ist ein schnurloses Telefon. Der Preis beträgt 1600 Sternis. Gib her, Mann. Dankeschön. So. Perfekt. Und dann möchte ich noch diese Uhr hier kaufen. Das ist eine Wanduhr. Beträgt 690 Sternis. Nehme ich. Perfekt. Dankeschön, Dankeschön. Ich bestätige hiermit, von dir 690 Sternis erhalten zu haben. Perfekt. Da ist wahrscheinlich so ein Diplom, dass ich mal Chinesisch gelernt habe. Ein Zertifikat. Hey, da ist einfach so ein Zertifikat, wo einfach was auf Chinesisch oder Japanisch draufsteht. Oder wie auch immer. Auf irgendeiner Sprache halt. Also soll ich mir einfach mal ein Zertifikat kaufen? So. Aber für was sollte dann dieses Zertifikat sein? Was kaufe ich mir da für ein Zertifikat? Als Sprachenkünstler? Kauf die Puppe? Alter, die Puppe kann ich mir niemals... Soll ich so... Nee, gell? Ich brauche das nicht. Ich brauche kein Zertifikat. Kein Interesse. Hör auf, mir das zu verkaufen, du Kleiner. So. Ich guck nur, wie viel die kostet, die Puppe. Das ist ein Püppchen. Ein Püppchen, keine Puppe. 1600 Sternis. Also, ich könnte es versteigern. Sollen wir das hier versteigern? Oder wie? Okay, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wisst ihr, was wir hier machen? Ich werde hier... Pass auf, hör zu. Ich brauche ja Geld. Ich brauche ja Geld. Okay? Das ist klar, oder? Dass ich Geld brauche. Deswegen kommt was Neues. Ich habe nämlich gerade was erfunden. Es wird das Aerosol-Versteigerungsobjekte Tag geben. Der Tag, an dem ich Dinge versteigere an meine Zuschauer mit viel Geld. Was haltet ihr davon? Dass die Zuschauer sich gegenseitig überbieten. Okay, was haltet ihr davon? Das ist doch richtig glatt, oder? So, dass die Leute dann immer winken können. Oder die klatschen. Die klatschen so lange, die Leute. Und ich werde die Zahlen so hoch sagen. Ja, 1000, 1500, 100.000, 200.000, 300.000, 400.000. Und diejenigen, die immer noch weiter klatschen und das ersteigern, die bekommen dann das Geld. Beziehungsweise die Puppe und dann wird getauscht. Das ist nice, oder? Machen wir so eine Auktion? Wollen wir so eine Auktion machen? Okay, gut. Ich werde diese Puppe für die Auktion kaufen.
Heute gibt's Auktion, Leute. Haltet eure Sternis bereit. Heute gibt's Auktion. Aber man muss sie noch ein bisschen vorbereiten. Vielen Dank, Dankeschön. Alles gekauft im Shop, einfach fast. Wir machen glatt. Einfach glatt eine Auktion, okay? Wer hat Bock auf Auktion? So, ich werde hier auf meinem Marktplatz. Wir müssen das aber noch ein bisschen aufbauen, wenn die Leute herkommen. Was habe ich zu verkaufen? Diesen Müll hier auf dem Festplatz ist... Achso, ich kann das nicht. Okay, ich muss einen Auktionsplatz bauen, wo ich das Zeug an meine Zuschauer... Hey, Roman! Hey, Adrian! Was willst du eigentlich von mir? Hä? Gefällt's dir im Knast etwa nicht? Guck mal. Gefällt ihm. Gefällt ihm. Er macht so Blumen so. Hey, Roman! Komm, rede mit mir. Hey, Roman. Willst du raus, oder was? Guck mal, er will raus. Ha? Hat er jetzt genug trainiert? Jetzt macht er mir so auf schöne Augen, will der machen. So schöne Augen so. Roman, kannst du bitte rauslassen? Komm schon, bitte. Nein. Wer angibt, direkt Strafe. Ja, ah, guck mal, was er mir wieder zeigen möchte. Seht ihr das? Der will nur flexen. Der flext nur mit seinem Bizeps. Das kotzt mich an. Das ist stressig. Stress pur. Stress pur für mich. So, Püppchen für Versteigerung. Wanduhr. Wo kann ich eine Wanduhr hinhängen? Kann ich eine Wanduhr an einen Baum hängen? Würde das gehen? Wanduhr ablegen. Kann ich das an diese Toilette hängen? Wanduhr ablegen. Ich würde gerne diese Wanduhr an irgendwas dranhängen. Wanduhr, Wanduhr. Wo kann ich das dranhängen? Kann ich das ans Museum hängen? Wanduhr? Nee, das kann man nur ablegen. Warum das denn? Das gefällt mir nicht. Warum kann ich nicht meine Welt so gestalten, wie ich das möchte? Okay. Vielleicht kann man die nur drinnen benutzen, weil es eine Wanduhr ist. Roman, du bist kein Abzocker, das ist eine gute Idee. Siehst du? Ich habe doch gesagt, das ist eine gute Idee. So, und im Discord werde ich den Code, durchgeben, ja? Im Discord. Aber nur Leute mit Geld bekommen, weil das ist eine Auktion dann. Ich baue die Auktion jetzt mit euch gemeinsam auf. Ich werde eine Auktion aufbauen. Dafür müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Platz schaffen. Platz schaffen. So, wo machen wir unseren Auktionslager hin? Ey, ich verkaufe Adrian. Würde den jemand kaufen? Ja, Mann, warum? Versteigere Adrian. Würde jemand Adrian kaufen? 500.000 Sternis. So, euer eigener Knastgeselle. Immer im Knast, immer am Pumpen, immer Angeber. So, wer würde den kaufen? So, will den jemand kaufen? Ich stell den in die Auktion, ist mir egal. Der steht auch zum Verkauf. Oh, das ist ein Pfirsich gewesen. Den nehme ich mit. Oh, 10 Stück, Alter. Heftig. Glatt übersehen fast. So, also, ich mache jetzt, ich guck mal auf meiner Karte. So, wo habe ich Platz? Ich hätte eigentlich da drüben Platz. Ja doch, ich könnte die Auktion da oben aufbauen. Okay. Leute, ich baue die Auktion auf. So, wir bauen jetzt einen Auktionsplatz. Und dann werden wir heute ein paar Sachen versteigern, damit ich mir ein neues Haus leisten kann. So, Schaufel. Erstmal hier die ganzen Bäume wegfetzen. So, das mit dem Unkraut, das muss warten. Heute wird versteigert. So, erstmal muss hier ein bisschen Platz her. So, bisschen Platz. Diese Kirschen brauche ich eh alle nicht mehr. Weg mit den Bäumen. Weg mit den Bäumen. Wir brauchen hier einen großen Verkaufsplatz. Das ist dann Romans Dings. Romans Auktion. Kann ich den Boden hier ändern, Leute? Ich habe mal bei manchen gesehen, die haben ihren Boden geändert. Wie mache ich das? Mache ich das mit Design? Brauche ich dafür das Profi-Design-Tool? Ich würde gerne den Boden hier verändern. Damit wir unser Auktionslager aufbauen können. Ich möchte das so machen, dass es einen Sinn ergibt. Wisst ihr, was ich meine? Und vielleicht brauche ich einen Knopf oder sowas. Ich brauche 3 so Knöpfe. Gibt es jemanden von euch, ey, wenn ihr auf Discord oder auf Instagram aktiv seid, ja? Schickt mir mal bitte ein Bild, falls ihr einen Knopf habt. Sowas wie so ein Buzzer oder sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Weil dann könnten die Leute, die darauf bieten wollen, ja? Die können dann immer buzzern. Wir müssen uns ein Konzept ausdenken. Das Ding ist halt eben, die Leute haben halt auch alle Verzögerungen, ne? Das heißt, ich muss das dann im Spiel machen. Ich darf das nicht im Stream ansagen. Das heißt, wir müssen uns dafür ein Konzept ausdenken. Roman, du brauchst ein Design? Habe ich mir auch schon gedacht.
So, warte mal, ich reiß hier nochmal kurz diese Dinger hier raus. Hier kommt jetzt unser Auktionslager hin. Hier werden jetzt ein paar Moneten gemacht. So. Kannst du auch mal ein bisschen bei Twitter machen? Ja, ich habe schon öfters bei Twitter gemacht, aber bei Twitter haben sich nicht so viele Leute gemeldet tatsächlich. Deswegen, Instagram war immer eigentlich der beste Weg bisher mit Discord gemeinsam. Falls ihr gerne in den Discord-Channel mit reinkommen wollt, da gibt es übrigens jetzt eine kleine Neuigkeit. Und zwar suchen wir nämlich neue Moderatoren. Falls ihr also schon immer mal im tollen Arizoo-Moderatoren-Team mit dabei sein wolltet, dann könnt ihr euch tatsächlich bewerben. Und zwar gibt es nämlich im Discord ein Bewerbungsformular, wo ihr euch nochmal kurz vorstellen könnt. Und dann, mit ein wenig Glück, könnt ihr dem Arizoo-Moderationsteam teilnehmen. Und das ohne Bezahlung. Auf freiwilliger Basis. So. Ihr geht sogar mit, wenn ihr beim Arizoo-Moderatoren-Team seid, dann geht ihr sogar mit Minus noch raus. Aber wehe, ihr seid so faul wie die Letzten. Ja, Mann. Ja. Die letzten Moderatoren, die haben den Lifestyle genossen. Waren einfach Mod und haben nichts gemacht. Wir brauchen Leute, die immer am Start sind, die immer da sind, wisst ihr? Auch bei schlechten Streaming-Zeiten und bei guten Streaming-Zeiten. So immer. Bin zu schlecht für die Moderatoren. Seht ihr? Das finde ich gut. Wisst ihr, was ein Talent ist, Leute? Es gibt viele Leute, die bewerben sich so und die sind halt einfach nicht so gut. Aber es gibt manche Leute, die wissen schon im Vorhinein, so, ich kann das nicht, Moderator sein. So, deswegen bewerben die sich auch nicht. Und das sind die Helden unserer Generation. Die, wo einfach pessimistisch drauf sind. So. Ich verkaufe Pfirsiche, Kirsche, Unkraut, Holz nicht, Behelfswerkbank, Lernschreibtisch, das muss ich an. Weiße Textiltapete, kann ich auch versteigern. Basketballschuhe, Mammutschädel. Und das könnte ich eigentlich auch versteigern, gell? Jetzt habe ich so viele Versteigerungsobjekte, oh mein Gott. Jetzt kann ich ja gar nichts mehr wegschmeißen. Okay. Das schmeiße ich mal kurz weg. 5600 Sternis, hau rein. Okay. Ich brauche jetzt von euch ein paar Ideen, wie wir dieses Versteigerungsding umsetzen können. Also, wir brauchen einen Platz, wo wir die Leute... Pass auf, wir machen das so. Ich werde diesmal nicht zu viele Leute einladen, sondern ich werde vier Leute werde ich den Dodo-Code geben. Von mir, heute. Wenn diese Versteigerung aufgebaut ist. Weil wenn es nämlich zu viele sind, dann checke ich nicht durch. Wir müssen das erstmal langsam anfangen. Bevor wir da... Es gibt viele Sachen zum Versteigern. Und keine Angst, es wird auch noch Geschenke geben. Und ihr könnt mir auch einfach so Geld schenken. Das ist gar kein Problem. Das immer. Das steht euch immer offen. Denkt dran. Also so, einfach so Geld schenken, das könnt ihr immer machen. Kein Problem. Das ist noch nie ein Problem gewesen. Keine Angst. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. So. Ich muss hier erstmal ein paar Sachen ins Lager einlagern. So. Erstmal das ganze Holz. Wir brauchen jetzt erstmal eine Idee, wie wir das so umsetzen, dass die Leute im Spiel bieten können und dass ich so eine Art Platz habe, wo ich immer das, ich will deine Klamotten kaufen. Überhaupt gar kein Problem, Sushi. Du kannst ja bei der Versteigerung mitmachen. Da frage ich mich, wie viel das ganze Zeug heute weggehen wird. Es könnte aber auch sein, dass die Leute nicht so viel Geld haben und einfach wenig bieten. Das wäre dann für mich eine miese Situation, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, erstmal hier ein paar Sachen einlagern. Dann kann ich mir so über Mammutschädel auch ins Lager. Das mache ich jetzt erstmal alles ins Lager, so. Weil das brauchen wir eigentlich alles gerade nicht. Die Nikes kann ich auch ins Lager legen. Wichtig ist aber, dass die Leute, die herkommen, die müssen sich unbedingt benehmen, weil direkt, sonst schmeiße ich direkt raus und direkt neue Leute. So. Neonstrumpfhose ins Lager. Junge, die ist heftig. Da machen die Leute richtig Auge. Wobei, wisst ihr was? Ich werde jetzt erstmal die Neonstrumpfhose richtig schön zu meinem Dings hinzufügen, zu meiner Sammlung, in die Tasche stecken und schön hier dranhängen. Schön an meine Sockensammlung. So. An die Wand. Oh, das ist eine lange Socke. Also, das ist eine legendäre Socke, gell? Ich habe eine legendäre Socke in meinem...
in meinem Repertoire. Lässig. Ich könnte auch meinen Hamster versteigern. Ich könnte auch so Dings, so einfach so Aerosol-Sachen versteigern. So als Fan-Produkte. Einfach Fan, so glatt. Aerosols Hamster Nobby. Für nur 3 Milliarden Sternis. Milliarden, gell? Naja, ist halt teuer. Ist halt teuer. Ist halt mein Hamster, der ist schon ein bisschen was wert. Der rennt auch nonstop. Das ist eigentlich wie eine Energiemaschine, ist wie ein Investment. Der hört nie, ich habe den noch nie nicht rennen sehen. Kann man Strom mitmachen und so. Deswegen ist er so teuer. Okay, okay, Adrian Bischof, dein Platz, ha? Huh? Der Knassi trainiert mal wieder. Wir brauchen jetzt erstmal einen Boden. Ich möchte gerne einen Boden bauen. So dass ich weiß, okay, das ist der Auktionsbereich. Ich brauche ein Podest. Muss ja auch noch dieses Unkraut wegräumen. Ich brauche ein Podest, dass ich so vorne stehe und dann so wirklich diese Sachen so nach und nach hier vorstellen kann. Es soll 4 Leute geben und ich brauche, glaube ich, noch ein paar Items dafür. Ich bin mir noch nicht sicher. Also ich brauche auf jeden Fall sowas wie einen Knopf oder sowas, sodass die Leute da wirklich drauf drücken können. Oh Mann, ist das viel Unkraut. Also wir müssen safe nochmal eine Unkraut-Session hier machen, aber das machen wir heute nicht. Ich möchte hier ein Auktionshaus bauen. Aber denkt dran, ihr müsst schon mit Geld rüberkommen, so. Ihr müsst schon Geld haben für die Auktion, weil sonst hat das alles keinen Sinn. Wenn ihr nur so 20.000 Sternis oder sowas auf der Bank habt, das bringt nichts. Ich brauche so, muss schon so Minimum, ich würde sagen, 200.000 Sternis muss schon auf der Bank sein. Roman, du zockst Zuschauer ab. Nein, das ist Dings. Das ist nur Test. Das ist nur Test. Du verstehst da was falsch. Ich helfe den Zuschauern so ein bisschen. Aber das wirst du gleich sehen. Ich mache das alles sehr sozial. So. Also hier muss ich mein Haus hinbauen. Also ich mache... Okay, wir brauchen diesen Holzzaun safe. Und dann machen wir das so. Also, diese Leute, die hier stehen werden... Ich mache das mit so einem Zaun. Die werden so wie so Zellen haben. Oh Mist, das ist nicht so gut. Also ich möchte es wie so... Wie so Zellen machen, wo die drin stehen. Weil ich einfach ein Fan bin von so Gefängniszellen. So. Oh, jetzt fährt bei mir hier gerade Krankenwagen vorbei. So, insgesamt wollten wir 4 haben, gell? Das heißt also hier nochmal eine dran. So. Kann man die auch zumachen? Ja, kann man. Aber ich glaube, die könnte man sogar noch ein bisschen kleiner machen, oder nicht, die Zellen? Nee, kann man nicht. Okay, das ist tatsächlich die kleinste Größe. Okay, das heißt, wir müssen das so machen. Hat man gehört, die Polizei? Oder Krankenwagen, oder wie auch immer? Ja, passiert. So, in meiner alten Wohnung, als ich noch in meiner alten Wohnung gelebt habe, Alter, das war richtig laut. Das war eine richtig laute Wohnung. Da war Feuerwehr, Krankenwagen, alles, aber gleichzeitig. Die ganze Zeit. Ey, ich musste so oft Aufnahmestopps machen. Das war immer voll schlimm damals. So. Also, hier werden die Bieter stehen. Ich guck mal. Das Wichtige ist, dass das auch alles... Okay. Okay. Ich würde sagen, wir machen das so, dass die Bieter hier stehen und ich stehe aber vor denen. Versteht ihr, wie ich meine? So, die werden dann hier so stehen, die Bieter. Die werden sich das Objekt vorne ansehen. Die werden dann hier so stehen. Und ich werde dann immer so, also die müssen dann immer Emotes machen. So dieses Freude. Nee, irgendwas, was hier, winken. Das hier, dieses Winken. Heißt, ich gehe mit. So nach dem Motto, ja, ich geh mit, ich biete. So, dann brauche ich noch eine Möglichkeit, wie ich eine Zahl anzeigen kann. Business Roman, die Zuschauer verstehen das nicht. Ich werde das gleich erklären. Ich werde das gleich erklären, okay? So, ich werde erklären, wie ich euch hier meine Sachen verkaufen werde für guten Preis. Aber alles gut, bei mir wird alles gute Preis weggehen. Ich schwör euch, es geht alles sehr gut. Die Leute werden hier stehen und ich werde hier so einen Platz haben, wo ich dann beispielsweise sage, hey, ich verkaufe hier heute einen Ast oder sowas, ja? Dann lege ich den hier hin und die Leute können dann hier einfach so bieten. So, jetzt brauche ich eure Idee. Jetzt brauche ich eine Idee von euch. Und zwar, wie kann ich etwas machen,
dass ich die Zahlen im Spiel so anzeigen kann. Ich glaube, das geht gar nicht, gell? Sie müssen die Zahl schreiben. Ich könnte die Zahl schreiben. Okay, warte mal. Wie kann ich... Aber sag mal, kann ich nicht irgendwie auch schneller schreiben? Das geht doch irgendwie. Oder kann ich mich nicht mit dieser App verbinden, sodass ich schneller schreiben kann? Das ging doch. Das ging. Wait. App Store. Ich schwöre euch, das geht. Es gibt so eine App. Ich glaube, es gibt im App Store so eine Nintendo-App. Da gehe ich jetzt mal kurz drauf. Ich glaube, mit der App kann ich schneller schreiben. Weil ich möchte es nicht alles so in diesem Chat machen von... Oder wie gut ist das hier drin? Da muss ich dann immer... Wie chatte ich hier überhaupt? Ich gehe hier drauf. Dann Chatlog. Chatte mit anderen. Okay. Das dauert zu lange, das zu schreiben, Mann. Weil wenn ich da 4 Millionen schreiben muss, Alter, dann muss ich ja 6 Zahlen... Hier, wie viele Zahlen? 7 Zahlen schreiben. Das dauert ja viel zu lange. Okay, warte. Nintendo. Nintendo Switch. Dann Nintendo Switch Online. Erweitere dein Spielerlebnis. Das ist perfekt. Das ist richtig nice. So, das werde ich mir jetzt downloaden. Und dann kann ich mit diesem Nintendo Switch, kann ich, glaube ich, dann besser schreiben. Wir sehen nichts. Ja, da passiert eh gerade nichts. Hier, guck. Wenn du diesen Obdachlosen sehen willst, dann guck ihn dir an. Soll ich dir das auf Discord schnell erklären? Ich glaube, ich check das. Ich glaube, ich muss mich da einfach nur kurz anmelden. So. Bereichere dein Spielerlebnis. Nutze Voice Chat. Bla bla bla. Ich glaube, ich kann da... Bitte melde dich mit deinem Nintendo-Konto an. Ich mache das jetzt kurz. Weil dann kann ich nämlich besser schreiben. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, Mist. Welche... Ich hoffe mal... Ich kenne mein Passwort noch. Aber ich glaube, ich check das. Ich muss hier jetzt wieder so einen Capture-Code eingeben. Das sind dann einfach so Traktoren, die ich da auswählen muss. So, jetzt bin ich... Diese Person auswählen. So, ich bin drin. Ich hab's gleich. Weil wenn ich das eigentlich richtig... Ja, willkommen. Ich bin sogar drin. Push mit Beteiligung. Auf gar keinen Fall möchte ich das. Voice Chat. Auf gar keinen Fall. Animal Crossing. So, jetzt bin ich... Jetzt komme ich da rein. Und ich glaube, wenn ich richtig krank bin... Da, drücke Titelbildschirm. Einstellungen. Okay, relax. Ich verbinde mich jetzt. Ich verbinde jetzt mein Handy mit meinem Spiel. Oh mein Gott, ich bin so modern. Das habe ich noch nie gemacht. Roman, wann machst du den Stream aus und wie mache ich den Stream aus? Ja, das ist noch zu früh. Das ist noch zu früh. Ich habe heute eigentlich voll viel zu tun, Mann. Hier, ich muss jetzt erstmal uns... Hier, Nooklink muss ich einfügen. Und dafür muss ich in den Titelbildschirm von Animal Crossing gehen, von The New Horizons und Minus drücken, um Einstellungen aufzurufen. Weil dann kann ich schneller schreiben, wisst ihr, wie ich meine? Dann kann ich nämlich einfach mein Handy benutzen zum Zahlen schreiben und die Leute, die dann live drin sind, die dann mit mir mitbieten, die können das dann sehen. So, jetzt gehe ich hier auf Einstellungen. Sobald du Nooklink-Einstellungen vorgenommen und danach diese App neu gestartet hast, kannst du Nooklink verwenden. Perfekt. Das brauche ich. Nooklink. Roman, wer will auch diesen Ast kaufen? Jeder will diesen Ast kaufen. Hier kümmere ich mich um die Anfragen von deiner Einstellung. Es geht um sehr wichtige Dinge, deswegen sollten Kinder lieber das Erwachsenen. Also, womit kann ich dir helfen? Speicherdaten, Nooklink. Nooklink, nichts lieber als das. Möchtest du eine Verbindung zum Internet herstellen, Zugriff auf Nooklink erhalten? Ne? Ja. Okay. Richtig glatt. Das wird richtig glatt. Was ist das für ein Spiel, Roman? Ey, wir spielen dieses Spiel schon so lange. Langsam müssen wir wissen, was das für ein Spiel ist, Leute. Das steht auch im Titel drin. Bitte greifen Sie auf spielspezifische Services Nintendo Online App zu. Ich hoffe, du genießt weiterhin dein Leben auf Gurkenwald. So. Ich möchte aber auch noch meinen Nooklink hinzufügen. Hatte das vergessen jetzt, oder was? Ba, ba, ba. Ich habe nur noch 7% Akku. Das ist natürlich mies. Das ist immer die schlechteste Zeit am Tage. Hä? Hey, bin ich dumm oder so? So, sobald du Nooklink-Einstellungen vorgenommen und danach die App neu gestartet hast, kannst du Nooklink verwenden. Warte mal. Okay, warte. Wenn ich schließe jetzt die App.
Und jetzt starte ich sie einfach neu. Und dann dürfte es verbunden sein, oder was? Nintendo Switch Online. Animal Crossing. Bin ich drin? Willkommen. Nuklenk. Ja, ich bin drin. Hä? Wie hat denn das jetzt funktioniert? Was kann diese App? Ist mir egal, was diese App kann. Ich möchte schreiben können. Hallo, Roman. Tatsache, ich kann chatten. Ich habe hier so eine Chat-Tastatur. Ich brauche keine Hilfe. Ich bin verbunden. Hey, richtig nice. Okay, jetzt habe ich hier, guck mal. Jetzt habe ich hier auf meinem Handy. Ich weiß nicht, ob ich es zeigen kann. So. Ah, ist ein bisschen zu hell, ne? Warte. Geht das so? Ja. Okay, ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Aber ihr seht es, jetzt kann ich hier chatten und meinen Pass. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier meinen Pass aufmache, dann steht da alles dran. Junge, ich habe einfach meinen Animal Crossing Character. Jetzt einfach, ich habe meinen eigenen Pass. Guck mal da, ich habe sogar Adrian jetzt auf dem Handy. Jetzt kann ich den auch hier schlagen. Lässig. Ich liebe das. So. Dann können wir jetzt, also der Grund, weshalb wir das gemacht haben, ist, weil ich jetzt schneller chatten kann. Und das probieren wir jetzt mal aus, ob das auch funktioniert. Wenn ich jetzt auf Chat-Tastatur gehe, Tatsache. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel, ich guck mal, ob das funktioniert. Roman hat einfach iPhone X. Ey, ich habe das iPhone X sogar schon, glaube ich, seit 2 Jahren oder so. So. Guck mal. Hi. Senden. Der Text kann nur gesendet werden, wenn Animal Crossing New Horizon mit dem Internet verbunden ist. Bitte überprüfe deine Verbindung. Wie bitte? Okay, ich muss mich, glaube ich, ich muss online machen. Ich versuche das gleich aus. Aber ich bin auf jeden Fall drin, das funktioniert. Adrian ist weg. Nein! Ja, das, weil wir neu gestartet haben. Naja, gerade macht er ja keinen Stress. Deswegen, ich sperre ihn wieder ein, wenn er Stress macht. So. Ich kann mir übrigens auch eigene... Ich glaube, ich kann mir jetzt auch Designs aus dem Internet runterladen. Lässig. Okay. Ich kann mir irgendwie was mit QR-Designs und sowas einfügen. Ich brauche auf jeden Fall jetzt noch einen kleinen Platz, so dass das Ganze Sinn ergibt. Und dann können wir eigentlich schon die Auktion machen. Also, wir sind jetzt verbunden. Das ganze Ding wird so ablaufen. Die Leute, die hier zur Auktion erscheinen werden. Erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz, vierter Platz. 4 Leute werde ich einladen. 4 Leute mit Geld, ja? So, Auktion, also das wird einfach eine lässige Auktion. So, ich werde hier stehen und immer vorlesen, was abgeht. So, beispielsweise, okay, wir machen das mal mit realen Bedingungen. Was könnte ich hier verkaufen? So, vielleicht irgendwas. Ich werde irgendwas verkaufen, so Sachen halt, ja? Und die Leute müssen hier bieten. So, jetzt müssen wir nur noch eine Idee herausfinden, ne, wie die Leute bieten können. Kann man irgendwas über den Zaun drüber schmeißen? Geht das? Ablegen. Nein. Okay. Nein, gell? Wie können wir das machen, dass die Leute bieten? Also, die können bieten mit Hand, so Hand hochheben. Und dann der Letzte, der immer noch Hand hochhebt, der gewinnt. Und ich kann dann hier die ganze Zeit die Preise schreiben. Eigentlich eine ganz simple Sache. Hab deine Mütze. Okay, pass auf. Wir machen jetzt einen Test, okay? Alle Leute auf Discord und sowas, alle, die Geld haben. Also so, ich würde sagen, Minimum... Sag mal, ey, ihr müsst Minimum so 100.000 haben. Okay? Sonst ist es ein bisschen... Sonst hat es alles keinen Sinn. Ich muss einen Kredit tilgen von 500.000 Euro. Sternis. Euro wäre auch gut, aber... von 500.000 Sternis so... Okay, ihr müsst mindestens 100.000 haben, sonst ergibt es alles keinen Sinn. Okay, also wer will zur Auktion kommen? Ich mache Dodo-Code auf und ich lade 4 Leute ein. Keine 8. 8 Leute ist gerade zu viel. Das machen wir nächstes Mal wieder. So, Besucherempfang. Online-Spiel. Roger. So. Geht doch 200.000. Ey, solange ihr 100.000 auf der Bank habt, könnt ihr vorbeikommen. 100.000 braucht ihr zum Vorbeikommen, okay? 100.000. Bitte schreibt mir über Instagram, über Discord, mit Kontostand. Mit Kontostand, okay? Kontostand dazu schicken. Einfach Bild so, damit ich sehe. So, dass ihr richtig, dass ihr einfach Geld habt, okay? 100.000 Minimum. Also 99.000 müsst ihr Minimum haben, okay? Gut. Dodo-Code erstellen. So. Wen möchtest du mit Dodo Freunde einladen? Alle sind willkommen. Auf diese Weise können alle zu dir kommen. Ist es in Ordnung? Ja, bitte einladen. So, jetzt mache ich hier kurz den Code zu. Damit ich da...
Alles klar. Ich öffne jetzt den Flugsteig. So, jetzt laden wir mal ein paar Leute auf eine schöne Auktion ein, oder? So richtig schön. Oh, jetzt habe ich meinen Code hier. Super. Ich schaue mal nach. Ich mache einfach 2 über Instagram, 2 über Discord, okay? Das ist ein Deal. Aber bitte mit Kontostand bitte rüberschicken, okay? Bap. Okay, da hat jemand Kontostand geschickt. Aber ihr müsst auch Internet haben und das Ganze, ne? Das ist nicht einfach nur so, sondern ihr müsst Internet haben, ihr müsst hier rüberkommen können und so. Ihr kriegt den Dodo-Code, ihr müsst verstehen, was ihr tut, okay? Wir brauchen hier richtige G's. Okay, ich schau kurz durch. Ich such die so Leute, so dass das auch so Sinn ergibt, so dass wir mindestens hab 40 Milliarden Sternis. Ich guck mal auf Discord nach, was wir auf Discord haben. So. Guck mal, was ich habe. So. Wie kann ich auf Discord Leuten eine Nachricht schreiben? Nee, Mann, das geht gar nicht, gell? Ich kann auf Discord niemanden eine Nachricht schreiben. Also einzeln gesehen, oder? Doch, kann ich. Okay, ich verstehe. Okay, dann schicke ich hier ein paar Leuten über Discord was zu. Ba, ba, da, 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 da. So, dann habe ich hier die erste. Ah, nee, auf Discord geht das auch ganz schlecht. Also, ich muss doch auf Instagram machen, weil auf Discord kann ich niemandem eine Nachricht schicken, weil alle blockiert haben. Okay, so, ich habe hier jemanden. So. Dann habe ich hier einmal jemanden, den ich einlade, der bei der Auktion mitmachen kann. Dann hier nochmal einen guten Bekannten, wo ich weiß, da kann man auf jeden Fall ein bisschen was ziehen. So, dann brauchen wir nochmal 2 Leute. Insgesamt 4 Leute. Bitte den Code nicht weitergeben, falls ihr ihn bekommen habt. So, dann haben wir hier nochmal jemanden. So. Ich reloade nochmal. Wir haben jetzt schon 3 Leute. So, bitte auf eure Nachrichten achten. Dann können wir gleich anfangen. So, okay, da ist nochmal einer. Der hat auch ein bisschen was. Perfekt. Okay. Oh, oh, oh. Mist. Falschen Code geschickt. Sorry. Falscher Code. Hier. So, okay, dann haben wir 4 Leute eingeladen. Jetzt gucken wir, ob die auch alle ankommen. So. Also, das Ding ist jetzt offen. Jetzt habe ich 4 Leute eingeladen. Jetzt warten wir kurz, bis die alle hier ankommen. Es gelten wieder dieselben Regeln. Wir warten, wir sind nett zueinander und gucken so, dass wir diese Auktion hier das erste Mal richtig hinbekommen. Ich habe jetzt 4 Leuten Codes durchgesendet. Die können jetzt gerne alle kommen. Auf Discord habe ich keine Ahnung, wie ich das richtig machen soll. Aber wir schauen mal, so, ob hier 4 Leute jetzt ankommen. Auf Discord ist schwierig, tut mir leid. Auf Discord kann ich Leuten keine Nachricht privat schicken. Das geht irgendwie nicht. So, das ist ein bisschen weird. Aber auf Discord reden die Leute auch gerade alle miteinander. Falls ihr so irgendwie mit Leuten reden wollt, so. Falls ihr alleine seid und ihr braucht irgendwie Unterstützung, dann geht dahin. Der Aerosol Discord. Beste Entscheidung der Welt. Also, uns besucht die Charlotte jetzt von Korsika. Ich glaube, Charlotte war auch gestern da. Aber Charlotte war, glaube ich, die diese Krone getragen hat. Die hat gestern so 200.000 springen lassen. Don't get me wrong. Aber da, ich muss schon gucken, dass ich auch irgendwie auf meine Kosten komme. Bloß nicht, die streiten gerade. Achso, streiten die gerade um Code. Ja, das ist mies natürlich. So, die Leute, die jetzt Code bekommen haben, 4 Leute. 4 Leute haben jetzt Codes bekommen. Auch neue Leute haben Codes bekommen.
wie gesagt, einfach mir auf Instagram unter Aerosul, ist auch in der Videobeschreibung unten, schreiben, wie viel Geld ihr habt. Auch am besten mit Bild und sowas. Dann können wir das hier auch so machen. Dann könnt ihr so vorbeikommen und auch ein bisschen so. Aber bitte alle in den Flughafen reinkommen. Wenn man angekommen ist, im Flughafen bitte sitzen bleiben. Dann, wir gucken zu, so dass 4 Leute kommen. So, jetzt kommt nochmal jemand. Wir brauchen 4 Leute für die Auktion. Wie viel kostet das Spiel? Ich glaube, Animal Crossing kostet 55 Euro oder so. 60 Euro vielleicht. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, währenddessen übrigens hier ein paar Leute herkommen. Da kommt übrigens jetzt jemand auch, die Emily kommt aus Gallifrey. Gallifrey? Ich hoffe mal, die haben ihr Geld nicht vergessen. So, sonst können die hier nämlich nichts ersteigern. So. Wir können ja währenddessen mal so eine Amigo-Figur aufmachen. Welche soll ich aufmachen, sagt. So. Warte, ich gebe euch eine Auswahl einfach. Okay, wollen wir. Wir eins aufmachen. Das ist die hier. Das ist die 1. Oder wollen wir 2 aufmachen? Das sind die 2er. Die, wo zu zweit sind, ist die 2. Schreibt 1 oder 2 in den Chat. Das ist für 1 und das für 2. Welches wollen wir aufmachen? Okay, glatt. Das ist eine 2. Ich sehe das schon. Gut. Da kommt übrigens gerade Emily rein. Von Gallifrey. Emily, oh yo, die hat einfach eine Adidas-Cap an, gell? Crazy. Emily, bitte setz dich ebenfalls in den Flughafen mit rein. Bitte im Flughafen sitzen bleiben. Warte mal, ich kann mal abchecken, ob ich jetzt auch chatten kann. Voice-Chat starten später. So. Pass, Chat-Tastatur. Hallo? Geht das? So. Ah, gerade kann ich nicht chatten, aber es funktioniert. Es wird funktionieren. Also, 4 Leute kommen insgesamt. Dann öffnen wir mal, währenddessen da nochmal jemand kommt, die Amiibo-Figur mal. Ist schon ein bisschen älter, die Figur. Aber scheint nice zu sein. Das sind Hep und Nep. Check this. Sehen schon süß aus, die beiden, gell? Aber wenn man weiß, dass die Abzocker sind, dann ist nicht mehr so cool. Aber nett sind die. Übrigens, es kommt gerade jemand wieder aus den Malediven. Von den Malediven. So, und zwar Simba. Also, wie nice. Findet ihr die glatt, die Figur? Findet ihr die glatt oder eher platt? Ich finde die eigentlich ganz nice. Ich glaube, mit dieser Figur wird es auch klappen bei diesem Foto. Oh mein Gott. Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott, guck dich mal den Typen an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Sir, Sir. Bitte setzen Sie sich. Bitte setzen. Bitte setzen. Im Flughafen. Flughafen. Junge, glatt. Alter. Habt ihr den Typen gerade gesehen? Habt ihr den Typen gerade gesehen, was der hat? Oh, ich glaube, da wird jetzt so richtig ein bisschen, wisst ihr, was jetzt passieren wird? Ich glaube, Roman wird ein bisschen glatt, einen Euro verdienen. Ich glaube, heute werden ein paar Sternis kommen. Wir warten aber noch auf ein paar Leute. Oh, wir warten noch auf ein paar Leute. Das wird noch ein bisschen dauern hier. Wo ist denn der? Im Flughafen bitte bleiben. Wo ist der? Ich glaube, der hat noch nicht geladen oder sowas. Kann das sein? Wo ist der? Wo ist dieser Typ? Der Typ mit der Krone. Bitte in den Flughafen reinkommen, sonst schmeiße ich den leider raus. Weil, egal wie viele Sternis so, wenn man sich nicht aufpasst, Geld regiert die Welt. Nein, die Sternis regieren, Mann. Die Sternis regieren glatt. Ey, wenn der jetzt nicht. Also, wenn man nicht in den Flughafen kommt, dann muss ich leider rauskicken. Also, ich kann dann einfach ganz locker den hier machen und ein bisschen rausschmeißen. Melden? Nichts. Ich muss nämlich sonst wieder neue Leute suchen, wenn der jetzt nicht herkommt. Wo ist denn der?
Aber jetzt kann ich richtig schnell schreiben, weil ich auf dem Handy bin. Das ist richtig nice. Ey, Roman, fährst du Lambo? Auf gar keinen Fall fahre ich Lambo, Alter. Lambo, oh Gott. Im Spiel hier vielleicht irgendwann, wenn das hier so weitergeht. Wo ist denn der hin? Ist der hier überhaupt? Kannst du gleich Insta-Fanarzt gucken? Am Ende dann, okay? Am Ende vom Stream. Wo ist der denn? Wo ist denn dieser Typ, der hier gerade hergekommen ist? Der kommt nicht zum Flughafen. Wo ist der denn? Kann ich das auf der Karte sehen, wo der ist? Der muss doch irgendwo hier sein. Kann ich den irgendwo sehen? Anscheinend ist jemand heimlich verschwunden. Ah, okay. Der hat also Probleme gehabt mit Internet. Mist! Der ganz Reiche. Ey, aber es könnte auch sein, dass der vielleicht Dings. Wegen Cheaten oder sowas wurde der vielleicht gebannt. Weil der hatte schon alles aus Gold. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, der wurde vielleicht sogar wegen Cheating gebannt. Das könnte sein. Jemand ist nach Hause gegangen. Die anderen sind noch da, gell? Ja, die anderen sind noch da. Ja, also wir können ja... Wir brauchen noch zwei weitere Leute. Wir müssen nochmal, ich schicke nochmal Codes raus. Wir brauchen noch zwei weitere Leute, weil sich zwei nicht gemeldet haben. Deswegen, Leute, ich schicke jetzt nochmal Codes raus. Haltet eure, was schreibt der? Geht nicht, Stripe in Neuseeland. Ja, dann nicht. Okay. Kein Problem. Aber bitte nicht mehr reinkommen. Kein Ding. Alles gut. So, ich check nochmal ab. Also... eine Person ist gar nicht gekommen. Dann checken wir nochmal kurz ab. Bitte hab Bock, Geld zu verlieren, sagt jemand. Oh, das ist heftig. Okay, warte mal. Ich habe da nochmal jemanden, den kann ich gleich einladen. So, ich schicke nochmal hier den Code durch. Ist manchmal ganz schön schwierig, aber kriegen wir schon noch hin. Roman, ich hab Bock, Geld zu verlieren. Kein Problem. So. Oh, jemand kommt zu Besuch. Okay, das könnte vielleicht sogar die Person sein, von der wir gedacht haben. So. Und dann hätten wir... Achso, der hat nur 36.000 Sternis. Das ist nicht viel. Aber egal, oder? Nee, warte, ich schau weiter. Ich schau weiter. So, Simba. Ey, das ist wieder Simba von den Malediven. Das ist doch der, der gerade diese Internetverbindung Probleme hatte, oder nicht? Hier, die Johanna. Die kann ich noch einladen. Die hat nochmal 100.000. So. Jetzt dürften wir insgesamt 4 Personen haben, nachdem wir... Also wenn der Simba drinnen bleiben würde, dann geht das. Aber wenn es bei dir nicht klappt, Simba, dann bitte nicht mehr reinkommen, weil sonst wird es hier Ewigkeiten dauern. Da ist er wieder. Der Pimp ist es einfach, gell? Ist einfach, Junge, wie der gekleidet ist. Der sieht einfach aus wie der Papst, gell? Sieht einfach aus wie der Papst. Okay. Okay, hat jetzt diesmal funktioniert. Alles klar. Ich bitte euch bitte wieder alle in den Flughafen reinzugehen. Alle in den Flughafen und bitte hinsetzen. Und auf den letzten warten und dann können wir mit der Auktion beginnen. Tja, wir haben ja geladene Gäste heute dabei. Bitte hinsetzen. Flughafen. So. Also der... So, jetzt warten wir halt nur noch auf eine Person so. Auf die Johanna warten wir. Sie sagt, sie kommt. Okay. Ja. Also wir machen das jetzt gleich. Also währenddessen die hier auch alle sitzen, kann ich schon mal die Sachen holen, die wir heute versteigern werden. Okay? Heute geht's da richtig hier in die Versteigerung. Ich werde so die glattesten Sachen anbieten, okay?
So, wo ich wirklich denke, okay, das kann richtig Geld bringen. So, die Leute müssen da alle sitzen bleiben. Alle, die im Flughafen sind, bitte die ganze Zeit sitzen bleiben. Ich mach das hier. Roman, das ist ja... Ich hab wieder Arbeit. Ich sag, ich muss hier Dings. Oh, mein Stiefel. Oh, da kommt jemand zu Besuch. So, ich werde, glaube ich, den Aerosol-Stiefel... Nee, der Stiefel, der gehört mir. Den lasse ich. Das ist mir zu deftig. Das ist ein ganzer Stiefel, Mann. Den kann ich doch nicht versteigern. Das ist selten. Deine Insel ist glatt. Oh, Junge, gleich machen wir richtig glatt. Wiedergeborenes Ei Tim aus Draconia. Wisst ihr, was ich irgendwie besser finden würde? Jetzt sagt mal ganz ehrlich, Leute. Findet ihr auch, dass es von Nintendo ein bisschen zu langsam gemacht wurde, so mit Leuten zusammenzuspielen online? Ich finde dieses... Das sieht schon schön aus, versteht mich nicht falsch. Aber irgendwie dauert das so richtig lange, damit sich so vier Leute hier so einloggen. Findet ihr das auch? Dass das so richtig lange dauert? Das ist so... Wir sind nur vier Leute und ich glaube, wir brauchen so wirklich eine halbe Stunde, bis hier vier Leute reingekommen sind. Roman, du hast vergessen, den Code zu posten. Ich habe den nicht vergessen zu posten. Wenn ich den Code jetzt posten würde, würden acht Leute reinkommen. Aber ich möchte gerade nicht mit acht Leuten spielen. So, Tim von Draconia ist da. Perfekt, glatt. Das ist richtig lang, gell? Ganz besonders, wenn man das mit acht Leuten macht. Alter, eine Stunde können wir noch Videos gucken währenddessen. So, also bitte alle am Flughafen. Warte mal. Bitte hinsetzen, Flughafen. So, also... Oh mein Gott, jetzt packe ich hier alles ein, oder was? So, die Socke, die werde ich versteigern. Den Steinhocker, der kommt safe hier wieder hin. So, und dann nochmal. Bitte schließe das Fenster, Kanaldeckel platzieren. Bitte sag mir nicht, dass der jetzt wieder... Was? Jetzt kommt da nochmal jemand dazu, oder was? Das ist der Schrott. So, ich kann nichts... Was? Speichervorgang, bitte berühren nicht den Powerknopf. Was passiert jetzt? Jetzt kommt einfach nochmal jemand. Ah, jetzt kommt die Johanna. Jetzt kommt die Johanna. Wer ist der andere? Wer ist der andere, der jetzt gerade dazu gekommen ist? Okay, dann sind wir fünf Leute. Aber ich habe nur vier. Einer muss jetzt gleich wieder gehen. Oder nur zugucken. Einer wird zugucken. Oh mein Gott, Alter. Jetzt kommen auf einmal alle wieder, gell? Ja, aber ich habe fünf Codes rausgeschickt, weil ich gedacht habe, einer kommt nicht. Roman, warum sind deine Live-Videos immer so lang? Erstens, das ist kein Video. So, das ist ein Livestream. So, und Livestreams sind immer länger. So, und es gibt Livestreamer, die machen Livestreams, die gehen 10 Stunden so. Das sind meine 2 Stunden, die ich mache. Johanna kommt von Yuminia. Das sind meine 2 Stunden, die ich streame. Das ist eigentlich nichts. So, es gibt manche Livestreamer, Alter, die livestreamen einfach 10 Stunden oder 11 oder 20. Manche machen sogar 24 Stunden Livestreams. Das ist so übertrieben krank. Also, deswegen sind meine Streams noch echt wirklich... Warte, bitte hinsetzen am Flughafen. Auktion geht gleich los. So, Leute, was sollen wir versteigern? Jetzt sind die Leute da. Die Puppe, die wollten wir auf jeden Fall versteigern. Die Wanduhr. Betonwand. Ich guck mal, was man noch so versteigern kann. Diesen Mammutkopf wollte ich noch versteigern. So, ich hoffe, die haben alle Geld mitgenommen. Das ist wichtig. Und dann muss ich noch irgendwas versteigern, was so wichtig ist. So, irgendwas so, wo man sich so sagen kann, Alter, ja, ein Steinhocker von Aerosol. Einen ganzen. Okay, nehmen wir mal nochmal kurz das Geld mit. Haben wir hier ein bisschen Patte auf Tash. Versteiger Gold? Nee, Mann, Gold braucht eh keiner. Ich versteiger lieber so einen Stein. So ein echter Aerosol-Stein. So, jetzt gehe ich mal kurz zu denen und hol die mal gleich ab. Und dann sage ich denen, wie sie zu laufen haben und wie sie zu gehen haben. Die sollen mir jetzt ein bisschen folgen. So, perfekt. Okay, also. Hört zu. Wir sind einer zu viel. Deswegen wird einer seitlich bei der Auktion stehen.
stehen. So. Das heißt also, einer wird seitlich bei der Auktion stehen. So, jetzt bitte folgen auf direkten Weg. Bitte folgen auf direkten Weg. So, jetzt gehen wir los. Die Auktion fängt an. So. Okay. Ich erkläre das aber gleich nochmal, so dass die Leute hier... warte, ich möchte hier Sprungstab auswählen. Ich möchte, dass die alle den Sprungstab... Bitte alle den Sprungstab auswählen. Dankeschön. So. Und... folgen. So. Und go. So, jetzt gehen wir mal los. Alles klar, jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen den hier, ein bisschen hier laufen. Und ab geht's zur Auktion. Und rüber. So. Alles klar. Gut, jetzt muss ich den kurz schreiben. Okay. Jeder eine Zelle. Eine Zelle. Johanna, du stehst hier. So, du stehst hier. So, dann baue ich dir eben auch noch einen Zaun dahin. Oder? Nee, hier. Stell dich hier hin. So ein bisschen weiter links. Noch ein bisschen weiter links, Johanna. So, jetzt geht gleich richtig Auktion los. Jetzt wird hier gleich richtig... Ah. Kann ich die auch zusperren? Geht das? Ah, nee, ich kann... Ah, okay, okay. Das heißt also, ich kann hier nicht zubauen. Okay, Johanna, du stehst seitlich, okay? Aber alle dürfen mitbieten. Alle dürfen mitbieten. Okay, ich erkläre nochmal. So, wir haben jetzt hier alle Auktionäre da. Alle Leute, die hier gerne mitbieten wollen. Wenn man bieten möchte, ja, ich werde jetzt immer einen Preis nennen. Erstmal werde ich eine Sache hier auf den Boden legen, ja, das, für das werden wir bieten. So, das erstens bitte nicht schreiben während der Auktion. Der Einzige, der schreibt während der Auktion, das bin ich. So, niemand anderes schreibt. So, als erstes kommen wir direkt zu einem, machen wir nicht. Wir werden erstmal so einen Mammutschädel hier platzieren. Du kannst dich aufstellen, da während Besuch, okay. Dann lege ich das hier so einfach nur so billig auf den Boden. Okay, ich werde hier meinen ersten Stiefel, den ich jemals gefangen habe, okay? Das ist der erste Stiefel, den ich jemals gefangen habe. So, und dafür muss man jetzt bieten. Und das funktioniert so. Ich werde jetzt Zahlen reinschreiben, für wie viel man diesen Stiefel kaufen kann. Wenn die Leute etwas kaufen möchten, anscheinend ist jemand heimlich verschwunden. Okay, gut. Ach, zum Glück haben wir vier Leute. Also derjenige, der hier Internet-Connection-Problems hat, bitte nicht mehr dazukommen. Bitte nicht mehr dazukommen. Oh, das ist so stressig. Das ist ja, das ist echt schwierig. Das Ding ist, man kann auch nichts einstellen in diesem Spiel. Gar nichts. So, jeder kann kommen und gehen, wie er will, solange man diesen Code hat. Das finde ich ein bisschen nicht vorteilhaft von Animal Crossing, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Stiefel ist weg? Nein, ich glaube, der Stiefel bleibt liegen. Ich glaube, der bleibt liegen, der Stiefel. Ba, 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 ba. Jemand ist nach Hause gegangen. Okay, derjenige, der nach Hause gegangen ist, bitte, also die Leute, die jetzt übrig geblieben sind, bitte wieder an den Platz gehen. Derjenige, der zu Hause geblieben ist, ja, bitte ich nochmal... zu Hause zu bleiben und nicht mehr zu kommen, weil sonst stört es nur. Bitte, okay? Nicht mehr wieder reinkommen. So. Bitte alle wieder an den Platz. Alle wieder an den Platz. Ich glaube, nur einer ist gegangen. Deswegen, wir haben... Alter, die sehen einfach fast beide gleich aus. Bitte an die Plätze. So, einer von den Königen ist da weg. Bitte nicht mehr kommen an denjenigen, der gerade gegangen ist. Oh, wo ist jetzt mein Stiefel? Ah, er ist noch da. Gut. Ablegen. So, wir bieten für diesen Stiefel hier und die Gebote fangen an. Ich werde jetzt Gebote posten und ihr könnt mit den Emotes, könnt ihr mitbieten, indem ihr winkt. Okay? Einfach winken. Einmal nur, das reicht dann, ja? Dann geht ihr schon mit. Also, der erste Preis, also ich werde es jetzt erstmal nochmal so gehen lassen, nur einmal winken, wenn ihr mitgehen wollt, ja? Und ich schreibe Preise rein.
Es geht gleich los. So. Okay. Okay, was, Leute, Chat. Was machen wir für einen, was machen wir für ein Startgebot? Für diesen, für den ersten Stiefel, den ich jemals gefangen habe. Für den ersten Stiefel, den ich jemals gefangen habe. Was für ein Gebot? Sagen wir einfach mal, okay, machen wir, wie viel? 1000? Okay, machen wir mal 1000. Mal gucken, ob die Leute bei 1000 mitgehen. 1000 Sternis. Wer geht da mit? Okay, das Mädchen geht mit. Der König geht mit. Der andere König geht mit. Okay, alle gehen mit. Alle haben 1000 mitgegangen. Okay. Okay. 1000 wollen die machen. Okay, machen wir mal 10.000. 10.000. Wer macht damit? 10.000. Oh. Okay, das Mädchen geht auch nochmal mit. Das Mädchen im gelben T-Shirt. Die im gestreiften T-Shirt geht auch mit. Der rechte König ist ausgestiegen anscheinend. Okay. Der rechte König ist raus. Okay. Der rechte König, bitte nach hinten gehen, damit du nicht mehr in dem Stiefelding mit dabei bist. Wenn man nicht mehr dabei ist, bitte aus der Zelle rausgehen. Okay? Okay, der König ist raus. Und bitte draußen warten, okay? Nicht weiter bewegen. Gut, machen wir weiter mit 25.000 Sternis für diesen Stiefel. Der erste Stiefel von Erezul. Er hat ihn gefangen. Das ist der erste Stiefel. Okay, wenn man nicht mitgeht, dann bitte gehen. Bitte nach oben gehen, damit ihr aus dem Bild rausgeht, wenn ihr diesen Stiefel nicht kaufen wollt. Oh, okay. Dann haben wir einen Gewinner. Bitte komm vor. Bitte vorkommen. Okay. Bitte zahlen. 25.000. 25.000. Oh, glatt. 25.000 gerade. Ein Stiefel verkauft. Einfach ein Stiefel verkauft. Richtig schön. Ah, das ist ja schön. Okay, wie viel ist das? Wie viel? Oh, 10.000. Einmal 10.000. Dann nochmal 10.000. Und dann fehlen nochmal 5.000. Perfekt. Ah, nochmal 10.000. Das ist okay. Okay, gut. Passt. Okay, wir dürfen nur 10.000er Schritte machen. Okay. Alle wieder auf die Plätze. Alle wieder auf die Plätze. Auf die Plätze. Der Typ hat seine Stiefel mitgenommen. So. So. Was wird als nächstes? YouTuber müsste man sein. Aber ich, Alter. Gerade einen Stiefel verkauft für 25.000. So. Okay, okay, okay. Wir machen weiter. Mit etwas ganz Besonderem. Ganz, ganz besonders. Ja? Das gibt es nicht oft. Ich platziere sie. Ich kann sie nicht platzieren. Ich lege sie ab. Das sind die Neon-Strumpfhosen. Ja? Neon. Ich kann das nochmal kurz demonstrieren. Ich ziehe das nochmal kurz an, damit ihr das sehen könnt. Es handelt sich hierbei um die wahrhaftigen Neon-Strumpfhosen. So sehen die aus. Okay, damit man die mal gesehen hat. Die Neon-Strumpfhosen. Ein ganz besonderes Produkt. Schwierig zu haben, aber von Erezul getragen. Von Erezul getragen, okay? Das darf man nicht vergessen. Von Erezul getragen. So, dementsprechend, ich möchte hier gute Gebote sehen. So. So, Neon-Strumpfhose wird abgelegt. Und wir fangen an. Selbe Bedingung, alles das gleiche. Wenn man nicht mitgehen möchte, bitte hochgehen. Wenn man weiter mitbietet, dann bitte den Emote machen, dass wir Bescheid wissen. Nicht vergessen. Gut, wir fangen an. Klassisch, die Leute sagen, wir fangen an mit 10.000. So, erstmal hier 10.000 für diese Strumpfhose. Wer will die haben? Wer geht da mit? Oh, der König. Was? Was? Was ist das für ein König? Wenn der nicht mal... Ey, der kann ja nicht mal 10.000 springen lassen, oder was? Das ist ein geiziger König. Okay. Wir machen weiter. 20.000 für diese Socken. Oh, das Mädchen ist dabei. Der König ist dabei. Alle drei sind noch drin.
Alle drei sind noch drin. Okay. Wir gehen weiter. Wir machen 30.000. 30.000 für diese Socken. Okay, das Mädchen im Gelben geht noch mit. Der König geht mit. Und das andere Mädchen geht auch mit. Okay. Das, vielleicht will er auch einfach keine Strumpfhose haben. Hallo? Die ist von Aerosol getragen, die Strumpfhose. Das kann man nicht sagen. Wer will die Strumpfhose nicht haben? Das ist doch... Okay. Wir machen weiter. Wir erhöhen den Preis. 80.000 für diese Strumpfhose. Der König ist dabei. Das eine Mädchen geht weg. Jetzt gucken wir, wie dieses Duell hier ausgehen wird. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir haben zwei Bieter. Wir haben hier zwei Bieter, die für 80.000 diese Socken haben wollen. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich glaube, dieses Mädchen rechts, ja, die im gelben T-Shirt, ich glaube, die will unbedingt diese Strumpfhose haben. Unbedingt, habe ich das Gefühl, gell? Okay, mal gucken, ob der König Ehrenmann ist und ihr überlässt, okay? Wir checken ab. Wir machen 90.000. 90.000. Das Mädchen geht mit. Das Mädchen geht noch mit. Was ist mit dem König? Was macht der? Gönn dir. Oh mein Gott. Er hat Ehrenmann gemacht. Okay, bitte vorkommen. Okay, bitte bezahlen. Bitte bezahlen. Bitte bezahlen. Dankeschön. Auktion. Auktion läuft. Okay, wie viel sind das? 99.000 Sternis. Okay, warte. Wie viel haben wir? Wie viel hat die? Ich muss 10.000 zurückgeben, gell? Warte mal. So. Einmal 10.000 Sternis. Einmal zurück. Rückgeld. Ablegen. So. Das ist für Sie. Rückgeld. Alles klar, bitte wieder auf die Plätze. Auf die Plätze, bitte. So. Alle bitte wieder da. So. Okay. Was können wir noch hier verkaufen? Okay, ich, oh, nee, meine Hose verkaufe ich auf gar keinen Fall. Ich hole kurz was. Ich muss kurz was holen. So. So. Ich muss noch kurz was holen. Alles klar. So, so, so. Was können wir noch verkaufen? Was können wir denen noch verkaufen, Leute? Schon Ehrenmann, gell, dass der das einfach so gegeben hat. So. Was soll ich noch verkaufen, Leute? Was soll ich noch verkaufen? Also wir haben schon ein bisschen was eingenommen, aber wir müssen noch ein bisschen was verkaufen. Der linke König hat Ehre, finde ich auch. So, dann lass mal gucken, was können wir noch verkaufen? Ich schau, ich habe doch hier noch was gehabt. Hier so ein Steinocker. Wir können die roten Gummistiefel, die Pantoffeln von Aerosol verkaufen. Den Schnuller, den brauchen wir noch fürs Video. Was kann ich... Ah, hier, den Mammutkopf in die Tasche stecken. Nee, den will aber eh, glaube ich, keiner haben, oder? Egal. Was hat denn hier noch einen symbolischen Wert? Das Frosch-T-Shirt könnte ich verkaufen. Das hat mir mal ein Fan geschenkt. Den Karton? Nee, ich verkaufe, glaube ich, einen echten Stein. Ich glaube, ich verkaufe einen echten Stein von mir. So. Oder hier, diesen Stein. Den verkaufe ich auch noch. Also, ich gebe jetzt einen Verkauf Adrian. Nee, Mann, das würde zu lange brauchen, den irgendwie loszuwerden. So. Kommt da jetzt kurz wieder hin. Die stehen da wieder in ihren Plätzen. Okay, Leute. Es geht weiter. So. Also, meine werten Damen und Herren, die Auktion geht weiter. Wir haben hier etwas ganz Besonderes. Und zwar, wir werden... Was? Roman, machst du mir ein K voll? Ey, nicht schreiben. Hier wird nur geboten. Hier wird nur geboten. So. Also, was ich hier jetzt verkaufen werde, das ist besonders. Das ist richtig besonders. Und zwar handelt es sich nämlich hier um einen Mammutschädel. Nee, warte, das will eh keiner haben, gell? Okay, hört zu. Wir machen gleich direkt. Wir verkaufen hier einen echten Stein. Ein echter. Das ist einer aus meiner Sammlung. Ein echter Stein aus meiner Sammlung. Okay? Ein echter. So, das ist selten. Das ist selten. Das ist wirklich selten. So,
Guck mal, der eine checkt sogar kurz Handy, weil er ganz genau weiß, das kann selten werden. Okay, wir fangen an. Wir fangen an mit 10.000 für diesen Stein. Das ist ein echter Stein. Ein echter Stein. Was? Okay. König und das Mädchen rechts mit dem Hallo-T-Shirt direkt Ja gesagt. So wie es da aussieht, bleiben alle drin. Der König rechts, wisst ihr was? Ich glaube, der hat kein Geld. Ich glaube, der hat kein Geld, der König. Der König rechts. Direkt raus. Der hat einfach kein Geld. Der, ey, würde ich dir sagen? Ey, Chat. Lass mal ganz ehrlich sein. Findet ihr, der rechte König ist geizig? Ich denke, der rechte König ist geizig. Kann das sein? Würde ich dir sagen, der ist geizig? Würde ich dir sagen, der ist geizig, Leute? So einfach ganz ehrlich. Ist der geizig? Ja, gell? Richtig geizig. So direkt nicht mal 10.000 für Stein. Das ist geizig. Ah, das ist geizig. Man kann einsteigen so. Hab noch eine Mille auf Konto. Sieht aber nicht so aus, Tim. Okay, gut. Ja, also wenn man eine Mille auf Konto hat, kann man sich aber auch einen Stein für 10.000 kaufen. Gut, die Auktion geht weiter. Wir sind bei 20.000 für diesen Stein. Tim ist ausgestiegen, hab aber nichts dabei. Ja, das ist so. Oh, 20.000. Okay, die zwei sind noch dabei. Okay, 20.000 für den echten Stein. Okay, wir machen weiter. Hab nur 27.000. Okay, dann 30.000 für diesen Stein. 30.000 für diesen Stein. Wer ist dabei? Der König ist dabei. Kommt da noch eine Antwort? Sie ist dabei. Sie ist noch drin. Sie will diesen Stein haben. Okay, es ist wieder ein Battle. Es ist wieder ein Battle. Wir gehen weiter hoch. Wir machen einen kleinen Sprung. Wir sind bei 50.000 Sternis für diesen Stein von Erzul höchstpersönlich aus der Steinesammlung. Ah! Okay, gut, er hat gewonnen. Okay, bitte bezahlen. Bitte bezahlen. Bitte bezahlen. Dankeschön. Darf ich kurz Geld holen? Nee, das ist jetzt leider schon vorbei. Das ist jetzt die letzte Auktion gewesen. Ich bedanke mich trotzdem. Wir machen gleich nochmal Foto. Und der König hat hier tatsächlich nochmal für 50.000 einen niceen Stein gekauft. Einen niceen Stein. Falls ihr noch Geschenke habt, könnt ihr mir noch Geschenke geben. Legt die einfach irgendwo gleich hin und ich heb die dann gleich auf. 10.000 Sternis. 10.000 Sternis. 10.000 Sternis. 10.000 Sternis. Und so. Hier, 10.000 Sterns. Nimm dir deinen Stein mit, Kumpel. Okay, falls ihr noch Geschenke habt, könnt ihr mir droppen. Falls nicht, dann egal. Ist auch nicht schlimm. Was haben wir hier? Ein Portier-Outfit. Okay, ich schau rein. Was ist das denn? Ein Geschenk. Hey, guck mal, die hat sogar die Geschenke verpackt. Oh mein Gott, ist das lässig. Da sind nochmal ein paar Geschenke mit dabei. So. Roman hier. Zieh mal an. Warte, ich zieh das gleich an. Was ist das? Was hat mir der König da gedroppt? Ah, nochmal 100.000. Glatt aufs Konto. Danke, König. Und nochmal 10.000 hier. Super, danke für die Spende. Danke, danke. Lass mal so ein bisschen. Da kann man schon mal klatschen. Okay? Entzücken. Das ist nice. Das ist ja richtig glatt, was die Leute hier machen. So. Mir wurde ein Outfit geschenkt. Portier-Outfit. Oh! Alter. Guck mal, wie ich aussehe. Ich sehe richtig glatt aus. Nochmal 30.000 Sternis hier. Und nochmal 100.000. Ja, das ist perfekt, glatt, reicht. Guckt euch das mal an. Sieht es edel aus oder was, Leute? Findet ihr, das passt? Was ist das? Nee, Goldaxt brauche ich nicht. Leg zurück. König, reicht. Nimm zurück, König. Nimm zurück. Brauche ich nicht. Nimm zurück. Reicht. Nicht zu viel. Reicht. So, jetzt noch Foto. Jetzt machen wir noch Foto. Foto, go. So, jetzt machen wir mit denen noch Foto. Und dann ist die Auktion eigentlich auch schon beendet. Foto, go. Können wir jetzt nochmal ein kleines Foto machen. Habe ich hier ein kleines Geschenk. Ey, ist Geschenk glatt oder ist das Geschenk glatt, Leute? So. Dann hier. Nochmal ein kleines Foto machen. Warte. So, einmal bitte alle gucken. So. Foto ist dran. Fotos da. Junge, einfach so zwei Könige, gell? Glatt. Einfach glatt. So, und ich sehe inzwischen auch glatt aus, gell? Alles klar? Gut. Dann bedanke ich mich bei euch allen. Danke fürs Kommen. So, dann speichern wir ab und beenden hier das Ding. Schluss machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich mache wieder mal Schluss. Sitzung wird beendet. So. Lässig.
Richtig nice, Leute. Richtig gut. Da haben wir uns jetzt ein bisschen, haben wir jetzt ein bisschen Geld von ein paar Ehrenleuten bekommen. So, jetzt können wir direkt, wieder ein bisschen ausbauen. Roman, warum siehst du so aus? Weil ich gerade ein Portier-Outfit geschenkt bekommen habe. Von Tim. Tim hat 1 Million auf der Bank. 1 Million hat Tim auf der Bank. Und er bringt aber nur 27.000 mit. Ja, wie soll ich das denn abkaufen? Aber schon paar nice Sachen. Paar Sachen wieder verkauft. Aber ich habe meinen Stiefel verkauft. Mann, das ist so traurig. Mein Stiefel einfach verkauft. Aber egal, jetzt haben wir Geld. So, wie viel Geld haben wir? Oh, okay, wir haben hier noch ein paar Geschenke. Lass mal gleich die Geschenke noch aufmachen. Und dann schauen wir mal rein, was die Leute so geschenkt haben. So. Erstmal... Na, Silvia, nein! Ja, sprich mich nicht an, sprich mich nicht an. Ich bin weg. Roman, warum hast du mit Pokémon Mond aufgehört? Ich hatte irgendwie nicht mehr so... Roman, du siehst jetzt richtig edel aus, glatt so. Ey, würde ich dir sagen, dieses Outfit passt zu mir? So dieser... Ich glaube, wisst ihr, was ich mache? Ich mache so ein Edel-Outfit und ich mache ein Outfit, was so richtig so schmutzig ist, okay? Ich glaube, so Alltagsklamotten ist bei mir so ganz normal mit Socken und so und so ausgezogen Style und mit Hose so einfach lässig. Wo ist meine Hose? Ist das meine Hose? Lumpenhose. Das ist die beste. Die wurde mir auch geschenkt. Richtig nice. So. Ich zahle kurz ein, Leute. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Bankomat. Direkt erstmal ein bisschen Sternis einzahlen. Kredit abbezahlen. Können wir das machen? Bareinzahlung. Direkt alles einfach einzahlen. Go, go. So, 113.000. Passt. Sitzt. Hat Platz. So, ich habe hier noch ein bisschen was in der Tasche liegen, oder? So. Bisschen Geld brauchen wir noch, aber den Kredit haben wir bald abgezahlt. So, nee, wir haben tatsächlich nicht mehr so viel. Aber es wird uns schon reichen. Wir machen mal die Geschenke aus. Ey, habt ihr schon mal solche Geschenke gesehen? Was sind das denn für Geschenke? Die sind so bunt. Auspacken. Reifenspielgerät? Ach, das sind Sachen zum Dekorieren. Oh mein Gott, das ist richtig, richtig cool. Geschenk auspacken. Dann haben wir noch ein Reifenspielgerät. Nochmal ein Geschenk auspacken. Ein Staubsauger. Oh mein Gott, hoffentlich habe ich die Farbe noch nicht. Ein Geschenk. Reifenspielgerät. Oh mein Gott, das sind so viele. Reifenspielgerät. Und Reifenspielgerät. Okay, das sind genug Reifen, um damit richtig alles glatt zu machen. Du kannst im Laden Geschenkpapier kaufen. Oh, das ist richtig süß. Das ist richtig süß. Danke nochmal. Das ist richtig nice. So, jetzt will die Silvia auch nicht mehr mit mir reden. Finde ich gut. So. Das heißt also, ich kann hier meine Hood. Ja, das sind genau die, die ich liebe. So, dann kann ich mir so einen kleinen Kranz hier draus bauen, ne? So. So. Dann muss ich das hier runterschieben. Wobei, ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen mehr nach links. So, damit das hier auch richtig Platz hat. Guck mal, so eine richtig schöne Reifenanlage ist das hier. Das wird mein Eingang, das wird mein Tor werden. So, und dann kann ich eigentlich auf der anderen Seite dasselbe... Warte, wir haben ja noch einen Staubsauger bekommen. Glaubt ihr, ich habe diese Farbe? Oh mein Gott! Das ist der legendäre Staubsauger! Oh mein Gott! Alter, habt ihr das schon mal gesehen? Das ist einfach der legendäre, das ist der silberne! Oh mein Gott, habt ihr den schon mal gesehen? Alter, wie glatt ist der, Leute? Ist der richtig glatt? Das Glattgang, oder? Das, so ein Staubsauger, das kriegt man nur von der Glattgang, oder? Das ist ja... Junge, das ist der seltenste. Das ist der Ehrenfrau. Wirklich. Volle Ehre. Der ist richtig glatt. Das ist das glatteste Geschenk, was ich jemals bekomme. Der ist ja richtig glatt poliert. Junge, das ist der seltenste Staubsauger von allen. Wow. Junge, in Silber. Boah, krass. Das ist mal ein richtiger... Das ist heftig, oder, Leute? Das ist heftig. Aber direkt Applaus. Das ist ja bestes Geschenk. So ein Geschenk habe ich noch nie erhalten. Der kostet 9 Sternis. Egal, was der gekostet hat, Mann, der ist Silber. Mann, stell dir mal vor, es gibt noch einen goldenen. Wie krank wäre das denn? Das wäre heftig. Oh mein Gott. So, was haben wir noch? Wir haben noch richtig viele Reifen. Müssen wir noch ein bisschen anordnen. Das Outfit hier ist auch nice. Das Portier-Outfit. Das ist schon nice. So, ich sehe schon so ein bisschen...
so aus, als ob ich keine Ahnung habe, was ich tue. Ich könnte so an so einem Schalter arbeiten, gell? So an einem Casino. Und dann sage ich die ganze Zeit so, oh, tut mir leid, sie haben verloren. Das ist richtig nice. Also das ist ein sehr nices Geschenk. Der silberne Staubsauger. So, dann haben wir hier noch viele Reifenspielgeräte. Richtig viele von denen. Und wir haben noch mal 100.000 Sternis auf der Bank. Dann können wir mal gucken, wie viel wir noch brauchen für, ihr wisst Bescheid, so Kredit abbezahlen. So, 99.000 haben wir da noch mal liegen. Ich könnte noch mal nachsehen. So, wir gucken jetzt noch mal nach. Die Puppe, Roman. Oh, ich habe die Puppe gar nicht versteigert, gell? Egal, beim nächsten Mal. So, was will Silvia von mir? Hey Roman, kann ich mal kurz wegen was nerven? Dauert auch nicht lang. Flipflop. Hast du schon bei Paolo vorbeigeguckt? Vielleicht geht's nur mir so, aber seitdem die Nase hier wohnt, hat Gurkenwald einen ganz anderen Flair. Oder bilde ich mir das nur ein? So. So. Und jetzt hört mir mal alle zu. Ihr habt mir alle nicht geglaubt, dass da was nicht stimmt. Dass da was nicht stimmt. Aber selbst Silvia, mein Homegirl Silvia, die merkt es auch. Die hat es auch im Gefühl. Die denkt sich auch so, da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Jedenfalls hat der Gedanke eine Kettenreaktion in meinem Oberstübchen ausgelöst. Wie schaffen wir es, dass mehr coole Socken wie Paolo auf unsere Insel ziehen? Wie kann sie das nur sagen? Oh mein Gott, Paolo hat sie wahrscheinlich hypnotisiert oder sowas. Okay, es fängt an. Die Insel fängt an zusammenzubrechen. Cool bleiben. Okay, ich muss das lösen. Ich glaube, wir müssen Silvia in Quarantäne setzen. Ich glaube, wir müssen sie für ihren eigenen Schutz, müssen wir sie, glaube ich, zubauen. Oh nein. Ich hätte niemals gedacht, dass das... Okay, safe, wir bauen die zu. Einfach für eigenen Schutz. Damit Paolo sie nicht weiter hypnotisieren kann. Das machen wir. Wir müssen, das ist, der hat uns, der hypnotisiert. Eins für, wir müssen Silvia einsperren, damit sie in Quarantäne ist und sicher ist. Und zwei für, Roman, du bist inzwischen einfach komplett verrückt geworden. So, das müsst ihr mir jetzt sagen. Eins für einsperren, zwei für, Roman, du bist verrückt. Und drei für, Roman, du machst alles richtig. So führt man eine Stadt. Zwei, Roman, du bist verrückt. Ey, hört zu, das ist nicht so richtig, wie ihr euch das vorstellt. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Nein? Okay, verrückt geworden. Okay, ich überleg's mir dann nochmal, okay? Aber ich schwöre euch, ich muss diesen Paolo im... Ich muss den unbedingt im Auge behalten. Wenn es mir nach mir ginge, könnte Gurkenwald ruhig noch mehr Persönlichkeiten vertragen. Nicht falsch verstehen, die Stimmung hier ist echt der Knüller. Aber da ist doch bestimmt mehr drin, oder? Als Ansporn habe ich was Cooles für dich organisiert. Dafür findest du sicher gediegenes Plätzchen. So, ein Leitungsmast macht Inseldeko technisch immerhin schwer was her. Flott. Und jetzt los, hast eine Mission zu erfüllen. Projekt Neue Nasen. Startet jetzt in Farbe und Bunt. Was? Was hat die mir da geschenkt? Was ist das? Ein Steinhocker? Leitungsmast? Oh mein Gott! Das ist ja das Beste, was es gibt! Wow! Das ist das Beste, was ich mir für mein Zuhause vorstellen kann. Mein eigener Leitungsmast. Wow! Den muss ich direkt bei mir hinstellen. Leitungsmast. Oh! Das ist eine schöne Antenne, die ich da habe. Das ist glatt. Leute! Das ist richtig glatt, oder? Ist das der beste Leitungsmast überhaupt? Oder was ist das? Seht ihr diese Staubsauger? Oh mein Gott, kann man die eigentlich... Ey, man kann die Staubsauger einschalten! Ey, richtig glatt. Hey, ist überhaupt nicht laut, oder? Das ist richtig leise, oder? Das ist nice. Oh, das ist schön. Nicer Sound. Heftig glatt. Glatt Lifestyle. Einfach glatt. Das ist richtig glatt. Oder? Das ist nice. Okay, ich mach aus. Alter, richtige Armee, die ich hier hab. Es wird aber echt lauter, desto mehr man hat.
Oh. Aber schon nice. Das ist schon ein nice Spielzeug. Gefällt mir richtig sehr. So. Dann, was brauchen wir hier noch? Wir brauchen jetzt, wir haben noch 99.000 Sternis auf der Bank. Ja, Sternis auf der Bank. Ich hab Sternis auf der Bank, ja. Es gibt einen goldenen Staubsauger. Gibt es wirklich einen goldenen Staubsauger? Existiert sowas wirklich? Willkommen beim Nook-Portal. Bitte wählen Sie folgendes Service aus. Bankomat. Krediteinzahlung. Bareinzahlung. Alles einzahlen. Verkaufen. Okay, 14.000 Sternis noch. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das heute noch hin. Bitte wählen Sie folgenden Service aus. Beenden. So. Wir können uns safe noch heute das neue Haus holen. Keine Angst. Kriegen wir hin. Aber was ich heute nochmal ausprobieren wollte, bevor wir da wieder Leute und sowas einladen, das ist jetzt erstmal vorbei mit den Leuten so. Was ich gerne ausprobieren möchte, ist ein... deine Bank hinter dem grünen Zelt? Nee, da sind nur 1000 drin. Da sind nur 1000. Das ist für, wenn ich mal 1000 brauche, dann kann ich da drauf zugreifen. Das ist für ganz harte Zeiten. Gerade ist nicht so hart. So, was ich möchte, ist, ich möchte fliegen. Und zwar zu diesem Hund. Zu Harveys Insel. Weil, ich habe nämlich eine Amiibo-Figur. Diese hier. Ja? Die Bros, die haben wir heute ausgepackt. Wir können in jedem Stream eine auspacken. Und ich möchte gerne gucken, wie das funktioniert, wie man dort Fotoshootings machen kann. Es gibt noch einen lilanen Staubsauger, den habe ich noch gar nicht in meiner Sammlung. Im Laden bin ich fast so ein Ass wie im Zaubern. Ja, ja, komm, lass mich in Ruhe. So. Paolo ist ein Killer, ich weiß es. Der ist safe ein Killer, ich schwöre euch das. Aber Silvia bleibt noch, ist noch nicht in Quarantäne. So, jetzt, wenn wir hier die Figur drauf platzieren sollten, dürfte das funktionieren. Hallo? Das geht gar nicht. Ey, mache ich was falsch? Oh! Ey, jetzt, wenn ich das so mache, mache ich das falsch? Oder ist das richtig so? Ey, würde ich dir sagen, ich bin dumm? Und ich mache das falsch? Oder ist das richtig so und es funktioniert aber nicht? Die Figur muss auf den Thumbstick? Okay. Okay. So, gell? Ey, das geht gar nicht. Oder hinten drauf, gell? Da passiert gar nichts. Ey, HW. Vielleicht sind auch die Batterien von diesem Ding leer. Geht das bei diesem Pro-Controller überhaupt? Seitlich? Nee, Mann, ich bin mir nicht ganz sicher, ob seitlich wirklich richtig ist. Ich frag mal kurz den Hund. Drücken? Okay, ich frag den Kollegen hier. Hallo, wieder mal willkommen. Bla 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 bla. Was? Hallo Kumpel, kann ich dir irgendwas erklären? Die Kulisse, die Komparsen, das Knipsen selbst, die Komparsen. Also natürlich, du kannst Fotos von dir selber machen, du kannst aber auch andere Leute dazu holen. Bis zu 10 Komparsen kannst du ins selbe Pick, bla bla bla. Erstmal kommen dafür bloß deine Inselnachbarn in Frage. Bist ja keine Promi-Agentur. Aber falls du ein Amiibo eines Animal Crossing-Charakters hast, kannst du damit jemanden einladen? Wobei die Leute manchmal auch einfach nicht kommen, machen sie jedenfalls öfters bei mir. Gut, also in jedem Fall drückt man B und hält dann sein Amiibo auf den NFC-Kontaktpunkt. Oh, und eins noch. Die Komparsen machen für dich gerne den Kasper. Du musst ihnen einfach nur die Pose zeigen, die sie annehmen sollen. Mit Emotionen kennst du dich aus. Wähle einfach den Komparse aus und zeig ihm mit ZR die Pose. Und jawohl, das war's im Groben. Jetzt weißt du Bescheid. Okay. Nee, ich bin allwissend. Passt. Passt. So, dann wissen wir Bescheid. NFC-Kontaktpunkt. Ich muss die Amiibo einschalten. Angeblich muss die einschalten. So. Okay, ich möchte so ein Ledersofa-Foto machen.
Also, ich drücke B. Und dann NFC-Kontaktpunkt. NFC-Kontaktpunkt. Da passiert was? Nee, doch nicht. NFC-Kontaktpunkt. NFC-Kontaktpunkt. Hä? NFC-Kontaktpunkt? Das geht nicht. Ah. Nee. Hey, sag mal, bin ich ein bisschen... Hey, Chat. Leute, bin ich ein bisschen dumm? So kann es sein, dass ich ein bisschen dumm bin? So, einfach B drücken. Ich drück doch B. Hier, B. Hier, save up. B. Ich drücke B. Pfeil nach unten drücken? Okay, ich drücke Pfeil nach unten. Ah. Ah! Ha, 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 ha. Guck, ich hab's euch doch gesagt, Pfeil nach unten drücken. Wird Amiibo angezeigt? Halte dein Amiibo in die Nähe des NFC-Kontaktpunktes. Okay. Okay. Möchte den direkt gerne dahin stellen. Möchtest du Nepp und Schlepp einladen? Welchen wollen wir einladen von den beiden? Welcher gefällt euch mehr? Eins für Nepp, zwei für Schlepp. Endlich. Nepp oder Schlepp? Eins für Nepp, zwei für Schlepp. Wen wollen wir haben? Wen wollen wir nehmen? Schlepp? Schlepp, gell? Nepp hasse ich auch. So, wer will schon Nepp, Alter, wenn man auch Schlepp haben kann? So, da haben wir ihn. Perfekt. So. Jetzt machen wir aus dem mal einen richtigen Kasper, machen wir jetzt. Da steht er. Der redet auch nicht mal, gell? Guck mal, der sieht... Guck mal, der steht da. Oh mein Gott, das ist richtig gruselig. Der steht so... Guck mal, der steht so einfach so da wie so ein... Wie so ein Emotionsloser. Klatsch mal. Oh mein Gott, der klatscht nicht. Oh mein Gott, ich glaube, der ist tot. Guck mal, der bleibt dafür immer stehen. Der redet nicht mal mit mir. Ich kann ihn so herumschieben, wie ich möchte. Oh mein Gott, glaubt ihr, das ist Dings? Unglaube. Winken. Hä? Der macht gar nichts. Ah! Oh mein Gott. Okay. Das ist... Dreh hier einen Film? Nee, Mann. Ich muss bei mir zu Hause einen drehen. Okay, er ist AFK. Hey, denkt ihr, der ist Dings? Denkt ihr, der ist tot? Guck mal, jetzt habe ich den da in die Ecke gestellt. Wie kann ich den... Okay. Kann ich dem seine Geste ändern? ZR. Winken. Freude. Entzücken. Unglaube. Oh mein Gott. Jetzt sieht der richtig gruselig aus. Okay, der wird jetzt immer so gucken. Okay. Macht der das jetzt immer? Diesen Unglauben? Das ist schon gruselig, oder? Würde ich sagen, das ist gruselig von 1 bis 10. Wie gruselig ist der? Der redet nicht. Ey, ey. Wie gruselig ist es von 1 bis 10? Was würdet ihr sagen? 10, gell? Ich finde den auch richtig gruselig. Guck mal. Ich könnte einfach so gehen, der interessiert sich nicht mal dafür. Guck mal, ich bin gegangen. Der guckt immer noch gegen die Wand. So, als ob der tot wäre. Safe 10, gell? Der ist richtig gruselig. Richtig gruselig. Warte mal. Ich gebe mal... Was ist, wenn ich so hier winke? Hallo? Ah! 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 Okay, gut, wir gehen da weg. Ist langweilig. Safe, Alter. Safe, der ist richtig gruselig, ey. Ich mich nach Hause. Marzipanstollen an Baklava, bereit zum Abflug. Und du, was willst du? Wo willst du hin? Ich möchte zurück. Wie gruselig war das von 1 bis 10? War richtig gruselig, gell? Da gehen wir nie wieder rein. Junge, das Haus ist richtig gruselig. Stell dir mal vor, Junge, seine Seele wurde gefressen. Ich glaube auch. Hey, ich glaube, diese Amiibo, die wurde bei mir ohne Seele ausgeliefert. Einfach ohne Seele ausgeliefert. Mies. Einfach ohne Seele.
Oh nein, ich werde angerufen. Mein Nook-Phone klingelt. Harvey ruft an. Oh Gott, hallo? Ah, Tagchen, Harvey hier. Hoffentlich störe ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, glaubt ihr, dieser Schlepp, der hat jemanden umgebracht? Oh mein Gott, jetzt sind wir gegangen. Und jetzt ruft der Harvey an. Das ist der Hund, dem dieses Fotostudio gehört. Ich schwöre dir, der sagt jetzt bestimmt, der hat ihn umgebracht oder sowas. Nur weil wir den jetzt alleine gelassen. Ich habe gewusst, dass irgendwas nicht mit dem Stift. Ich schwöre dir, der sagt jetzt bestimmt, Roman, der Schlepp, der hat mich gerade angegriffen. Ich hab's euch gesagt, da ist irgendwas Gruseliges drin passiert. Safe Call, oder? Ich wollte dir bei deinem Besuch im Fotostudio noch was sagen. Hab's aber total verschwitzt. Oh, oh. Und zwar allgemein zu den Leuten, die du dorthin einladen kannst. Da gibt's noch was Besonderes. Oh mein Gott. Von denen kann ich nämlich Porträts knipsen und diese als wunderschöne Poster drucken lassen. Die Poster werden dann alle bei Nook Shopping verkauft. Schau mal rein, vielleicht gefällt es dir ja. Also dann, halt die Ohren steif und besuch wieder mal meine Insel, ja? Tschüssi. Ey, glaubt ihr, dieser Schlepp hat den mit diesen Postern so ein bisschen so... Der hat so unbedingt mit dem Business machen wollen, hat gesagt, wenn er diese Poster nicht bei ihm im Shop verkauft, weil Schlepp will die verkaufen im Shop. So, wenn der die dort nicht verkauft, dann bringt er den einfach um. Ich glaube, der hat ihn erpresst oder so. Ich hab's euch gesagt, da hat irgendwas nicht gestimmt. Es war safe so. Handy direkt wegmachen. Okay. Gut. Dann hätten wir das auch schon ausprobiert. So, jetzt. Kinas, hör zu. Ich brauche jetzt dringend einen Groschen. Ich brauche jetzt dringend einen Groschen. Und damit meine ich insgesamt 14.000. Ich brauche 14.000 Groschen. Das heißt, wir gehen gleich erstmal noch ein bisschen was verkaufen. Oh nein, ich will nicht die Puppe kaufen. So, ich brauche 14.000. Können wir dir behilflich sein? Ich will was verkaufen. Sehr gern, was hast du anzubieten? Hey, übrigens, morgen, Leute, sind Rübenpreise. Da kann man neue Rüben kaufen. Den Steinhocker behalte ich. Reifenspielgerät behalte ich. Lumpenhose behalte ich. Das Ding kann ich verkaufen. Das Unkraut kann ich verkaufen. Und das war's eigentlich auch schon. Den Rest kann ich behalten, ja. 3.400 Sternis, abgemacht. Und Schlepp will dich in der Nacht umbringen. Das wusste ich. Ich habe das gewusst. Gemeinsam mit Adrian, gell? Und mit Dings. Mit Paolo. Oh nein, ich muss die Leute schützen. Ich muss alle einzäunen. Aber ich habe Paolo noch nicht draußen gesehen. Deswegen alles gut. Wir haben ihn drin. Paolo ist drin. Paolo ist drin. Wir haben ihn eingebuchtet. Wir sind safe. Gerade sind wir safe. Oder würdet ihr sagen... Würdet ihr sagen, wir sind sicher vor Paolo? Oder denkt ihr, der bricht aus? Denkt ihr, der könnte ausbrechen? Oh, da sind ein paar Kirschchen. Heute ist Rübentag. Nee, heute ist kein Rübentag. Heute ist kein Rübentag. Safe nicht. Ich glaube, wir müssen ein Fossil verkaufen, ne? Wir brauchen das Geld. Der bricht aus? Denkt ihr, der bricht aus, weil meine Sicherheitsvorkehrungen zu schwach sind? Wir brauchen was anderes, gell? Wir brauchen Waffen. Wir brauchen Waffen. Ihr habt so recht. Ach, diese Community. Ihr habt immer recht. Wir brauchen jetzt ganz viele Waffen. um uns zu schützen. Ich glaube, der bricht safe aus. Ich denke auch, Mann. Ich denke so safe, dass er auch ausbricht. Aber was soll ich machen? Wir brauchen irgendwie einen Bunker. Hey, Leute. Kriegt man im Spiel noch einen Bunker? Geht das? Also ein Keller? Oh, Leute, ich kann ja hier hinten langlaufen. Alter, guck dir das mal an. Aha. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant, du. Kann ich da hoch? Platzieren. Als Favorit markieren. Statt diesem Stab da. Paolo ist nicht glatt. Ich finde auch, aber ihr habt ihn gewollt. Ihr habt gesagt, ich sollte den holen. Ihr habt gesagt, Roman, du brauchst den. Jetzt habe ich ihn geholt. Jetzt haben wir nichts anderes als außer Probleme. Nur Probleme haben wir jetzt. Zack. Glatt. Fossil. Kostet 2,3 Millionen. Der Keller? Der Keller kostet 2,3 Millionen? Oh nö, sag nicht. Sag nicht, es kostet 2,3 Millionen. Sag es nicht.
Mann. Das wäre voll mies, Mann. Sascha Miller, willkommen bei Normal. Danke dir, dass du Mitglied geworden bist. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ich hoffe, du hast Spaß damit, Sascha Miller. Ich wünsche dir viel Spaß als Mitglied. Du kannst jetzt Emotes verwenden. Und übrigens, wenn man Mitglied ist, kriegt man auch, wenn man seinen YouTube-Account mit Discord verbunden hat, einen Special-Rang auf Discord. Nur so zur Info. Falls ihr das noch nicht wusstet. Roman, bis wann spielst du? Ich möchte mir safe noch mein Haus kaufen. Haus kaufen so. Und dann würde ich eigentlich nochmal gucken, so was so geht. Aber wenn nichts mehr geht, dann würde ich vielleicht auf morgen so wieder verschieben. Und dann müssen wir hier noch einen Aufräumtrupp machen. Ich brauche nämlich Leute, die hier mit mir gemeinsam dieses Laub wegmachen. Also so auf Ehrenbasis so. Oh, guck mal, da leuchtet sogar. Das sind Kirschen. Lass mal kurz den Paolo-Kirschen klauen. Solange er noch nicht draußen ist. Aber ich hab ihn eigentlich gut eingezäunt. Glaubt ihr, der kommt da raus? Hey, sag nicht, der kommt da raus. You are my favorite YouTuber. Cool, danke dir, Sascha, danke. Der Keller kostet 2,5 Millionen. Mist, Mann. 2,5 Millionen. So, Community, macht euch schon mal bereit auf eine neue Auktion. Und dann nächstes Mal machen wir so, nächstes Mal baue ich in Was habt ihr für eine Idee, was man noch machen kann? Jetzt haben wir Auktionen gemacht. Was kann man noch machen mit der Community? Wir können so Spießrutenlauf machen, so Parcours. Und der Gewinner vom Parcours darf mir dann 100.000 Sternis schenken. Das wäre nice. Was kann man noch machen für Sachen? Wir müssen uns noch so ein paar olympiadische Dinge ausdenken, so was man noch so alles machen kann. Komm, ihr habt doch immer gute Ideen. Was malen? Kann man einen Mal-Contest machen? Wie baut man sich die Sprungstange? Kriegst du, wenn du ein... wann kriegst du die? Ich glaube, du kriegst von Tom Nook. Du musst einfach die Fische und sowas abgeben und so ins Museum. Dann geht das alles von alleine. Roman, mach ein Casino. Sehr gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. Wer hat eine Idee, wie wir ein Casino bauen können? Was glaubt ihr, wie können wir ein Casino bauen? Sternis? Nee. Das ist schlecht. Ich muss diese Dings verkaufen. Ich muss die Fossile analysieren und dann muss ich die so verkaufen, dann kriege ich mehr Geld. Heutiger Top. Was ist der heutige Top-Ankauf? Mit Zäunen? Ein Zoo? Nee, ein Zoo brauche ich nicht. Es gibt ein Teil von OK Motors. In das Casino kommt ein Automat rein. Ein Fass. Wir zahlen den doppelten Preis für Top-Ankäufe, also bringen sie uns vorbei. Hey, können wir Fässer nicht bauen? Hat der gerade Fass gesagt? Der hat Fass gesagt, gell? Ich schau nochmal kurz nach. Heutiger Top-Ankauf? Ein Fass. Doch, hey, ich kann ein Fass bauen, das ist kein Problem. Ich kann die doch bauen, ich hab doch Holz. Perfekt. Wettrennen und Verlierer muss zahlen. Wir können echt... Ey, wisst ihr, was wir machen können? Wir können nächstes Mal auch eine Rennstrecke bauen. Wollen wir das machen? Wollen wir eine Rennstrecke bauen? Und dann lassen wir die Leute um die Wette rennen? Wollen wir das machen? Das wäre, glaube ich, richtig nice. Da müssen wir uns noch mal ein bisschen was überlegen. Wie wir das richtig umsetzen wollen. So, ich brauche hier erstmal noch mal kurz so eine Workstation. Wo habe ich die denn? Lager. So, da die Workstation. In die Tasche stecken. So. Behelfswerkbank platzieren. So. Da muss ich jetzt kurz mal gucken. Was soll ich tun? Etwas herstellen. Ein Fass brauche ich. Das wird nämlich für den doppelten Preis geht das weg. Och, Eisenerz und Holz. Ey, würdet ihr sagen, Leute,
es lohnt sich, das herzustellen und zu verkaufen, wenn das gerade Top-Ankauf ist? Glaubt ihr, das wird richtig Geld bringen, dieses Fass zu verkaufen? Soll ich das machen? Glaubt ihr, da kommt richtig so Geld rum? Manche sagen, nee, ja, nein. Glatt kommt da 1 Million rum. 1 Million, denkst du? Okay, ich mach. So. Weil das ist Top-Ankauf. Top-Ankauf. Nee? Denkt ihr safe nee oder was? Ich denke, komm, eins kann man mindestens bauen, oder? Lass mal nur versuchen. Ich mach Test. So. Lebewesen Sonstiges. So, ich habe ja noch hier, guck mal. Eisenerz. Und dieses Holz brauche ich dafür. Ich habe ja noch alles da. Ich probiere es mal aus, oder? So ein Fass ist ja jetzt... Muss man jetzt ja kein Fass aufmachen. So. Da. Fass. Ah, Fass. Herstellen. Stell mal so 5 Stück her. Und dann können wir gucken, so wie viel Patte das bringt. Weiter mal. Jetzt wird richtig Geld verdient. Wie kann ich ein Casino bauen? Das frage ich mich auch, weil das Outfit dazu habe ich eigentlich schon. Jetzt frage ich mich nur, wie kann ich ein Casino bauen? Na Roman, du Nase. Es geht ab, Amir, du Nase. Ich überlege gerade. Ich könnte... Was hat hier in diesem Spiel so richtig random Faktor, wo man wirklich sagen kann, hey, das kann man nicht kontrollieren. Gibt es da etwas? So. Ich gehe mal noch die... Ich gehe das mal kurz verkaufen und dann check ich das mal aus. Geh zu Paolo. Auf gar keinen Fall gehe ich zu dem. Ich gehe doch nicht zu einem Mörder. Ich könnte... So ein Tier laufen lassen? So, gibt es Tiere, die so random laufen? Willkommen bei Nook Portal. Warte mal, was mache ich da überhaupt? Das ist falsch. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich weiß noch, wie ich Geld machen kann. Warte, ich zeige euch gleich mal, wie ich nochmal Geld machen kann. Schaut euch das mal an. Willkommen bei Nook Portal. Bitte wählen Sie... Ah, Mist, ich habe hier gerade volle Taschen. Okay, ich gehe mal gleich verkaufen. Ich zeige euch mal, wie ich jetzt richtig Geld machen werde. Einfach easy. Wie ich easy Money machen werde. Ich zeige euch das mal. In deinem zweiten Raum hinten habe ich da... Was habe ich da? Achso, da das Casino rein. Nee, da ist schon das Gefängnis drin. Komm her, Nepp. Bei Schlepp verkaufe ich nicht mehr. Zeig doch mal. Hier, kauf mal meine Fässer an. Fass. Den Rest eher nicht. Die Kirschen können die noch haben. Äste, nö. Das Unkraut können sie noch haben. Ja doch, die Äste auch. So, und dann nochmal die Kirschen. Ja. Das ist ja eine tolle Auswahl. Wenn wir alles zusammenrechnen, nicht zu vergessen, die Top-Ankäufe des Tages. So. 24.000 Sternis! Boah, ich bin viel zu laut, Mann. Ich muss dieses Fenster zumachen. Ihr wisst, bei mir gucken Nachbarn wieder rein. Denken sich so, was... Wetten, die Frau guckt gleich hoch, so die denkt sich so, was ist das für ein Trottel, der da sitzt. Zu Hause, mit ganz vielen Lampen. Filmt sich selber, wie er herumschreit. Ach, ich glaube, ich muss hier bald wieder umziehen, Leute. So, abgemacht. Glatt. Firma dankt, abbezahlt. Ich muss nicht mal meine Fossile verkaufen. Nicht mal meine Fossile muss ich verkaufen. Ihr, alle Leute, die gesagt haben, nee, Roman, Fass bringt nicht viel. Da habt ihr. Fass hat 1 Milliarde gebracht. Ihr habt gesehen. Ah! Komm her. Okay, komm, ich rede mit ihm. Was will der? Was geht in Sachen Deko, Roman? Wir wollen doch Leute anlocken, Schwinge. Wir müssen ein gutes Team sein, um Gurkenwald voranzubringen. Was hat er da? Sorg bitte dafür, dass dieser Trinkbrunnen gut sichtbar ist, Schwinge. Kriegst du das Ding gleich wieder direkt zurück, Alter. Kriegst du sowas von zurück hier. Kann ich dir gleich vor deine eigene Butze hier wieder stellen. Kannst du es gleich wieder mitnehmen.
So ein heuchlerischer Kerl, so angeblich. So, kann er bei sich behalten. Sein Messi-Haushalt. Ich habe noch nie so einen dreckigen Haushalt wie bei dem gesehen. Katastrophe. So komischer Stein so vor seinem Haus und dann noch dieser Trinkbrunnen. Widerlich. Hat keine Ahnung von Geschmack, dieser Adrian. Willkommen bei Nook Portal. Bitte wählen Sie einen folgenden Service aus. Bankautomat. So, Kreditabbezahlung, Bareinzahlung, alles. Rein damit. Fertig. Blanco. Fertig. Abbezahlt. Es abbezahlt. Haus ist abbezahlt. Perfekt. Oh, hallo Robert. Danke für die sorgsame Tilgung deines Kredites. Ich muss einfach fragen, hängt die Abbezahlung vielleicht mit einem Erweiterungswunsch zusammen? Dann habe ich eine gute Nachricht. Es wäre kein Problem, dafür einen weiteren Kredit aufzunehmen. Sag mir Bescheid. Ja, ja, komm. Oh, hallo Roman. Was darf sein? Was liegt an? Ich hätte gerne eine Eigenheimberatung. Dein Auftrag zum Fassadenumbau hat sich bis morgen früh erledigt. Aufregend, oder? Was? Was darf sein? Was liegt an? Eigenheimberatung? Dein Auftrag zum Fassadenumbau ist bis morgen früh erledigt. Aufregend, oder? Nein! Da ich die Fassade umbaue, kriege ich jetzt kein neues... Oh, nö! Ich habe jetzt Fassadenumbau gemacht. Und man kann kein neues Haus bauen, wenn man gerade die Fassade umgebaut hat. Ey, das ist mies. Das ist richtig mies. Hey Roman, du kannst ja ein Wettrennen mit dem Roller machen. Jeder zahlt eine bestimmte Summe und der gewinnt, bekommt ein Viertel deiner Aufnahmen. Ach, meinst du... Warte mal, eine Frage. Wenn man einen Roller hat, ja, wenn man einen Roller hat, einen Roller, so, kann man mit dem Roller dann fahren, richtig? Geht das? Kann man in diesem Spiel mit einem Roller fahren? Funktioniert das? Oder, also gibt es ein Transportmittel? Ich denke nämlich nein. Nein, gell? Würde ich nämlich auch sagen, dass das nicht geht. Glaub schon. Ich denke nicht, dass das geht. Ich denke, dieser Roller ist nur so für... einfach nur zum Angucken. Weil, jetzt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn es Roller geben würde, auf denen man fahren kann, da hätte ich ja längst schon jemanden gesehen, der hier auf meiner Insel mit dem Roller herumfährt. So. Und ansonsten aber, würde ich sagen, wir sind für heute fertig. Neuen Staubsauger in der Sammlung. Glatt. Richtig nice. Haus läuft. Alles eigentlich wieder beim Alten, so wie es eigentlich gehört. Und an sich wäre ich eigentlich fertig für heute mit dem Streamerino. Ihr wisst Bescheid, Leute. Wir werden auf jeden Fall morgen wieder weitermachen. Hoffentlich. Und ja. Machen dann morgen wieder weiter, was Animal Crossing angeht. Das war heute Auktion und sowas. Wir müssen auf jeden Fall was machen mit Dings. Wir müssen safe noch was machen mit einer lässigen Runde von einem Wettrennen. So, wir müssen irgendwie noch ein Wettrennen aufbauen. So ein Sprint oder sowas. Das machen wir. Ich glaube, wir machen auf jeden Fall noch ein Wettrennen. Nicht vergessen, Leute. Instagram, Twitter, alles. Folgt einfach alles. Unten verlinkt, falls ihr mehr Streams sehen wollt, falls ihr jetzt noch weiter gucken wollt, Leute. Unten in der Videobeschreibung, der erste Link geht zur Playlist. Da könnt ihr euch die ersten Animal Crossing Livestreams nochmal ansehen. Das heißt also, falls ihr mehr Animal Crossing sehen wollt und die Vorgeschichten von allen Charakteren wissen wollt, dann schaut da rein. Das sind coole Livestreams, da könnt ihr immer mal wieder reinschauen. Das ist lässig, okay? So, morgen geht's dann weiter. Wir sehen uns wieder. Haut da rein, Leute. Ein glatter Livestream war das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ciao, ciao. Ade.